Guten Abend, John. Der Ausbilder wartet schon auf Sie. Gehen Sie einfach durch die Türen hinter mir. Sie können eine Tür öffnen, indem Sie sich davor stellen und dann den Aktionknopf drücken. Die Tür ansehen und den Action-Knopf drücken. Perfekt, John. Wie geht es Ihnen, John? Beginnen wir mit ein paar Zielübungen. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite dieser Tür. Okay, zuerst brauchen Sie eine Waffe. Ich habe eine 9mm-Pistole in diesen Behälter gelegt. Sie können den Behälter mit dem Aktionknopf öffnen. Nehmen Sie die Waffe, indem Sie sich in Ihre Nähe begeben. Versuchen Sie es mal. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Objekt ansehen, das Sie öffnen möchten. Sehen Sie nach unten in die Schublade und drücken Sie dann den Aktionknopf. Sie können sich mit dem C-Stick umsehen. Sie haben 10 Schuss in dieser Waffe. Je genauer Sie schießen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Versuchen Sie es. Was ist los, John? Das ist unter Ihrem gewöhnlichen Standard. Okay, weiter geht's. Wann immer Sie möchten, John. Nicht schlecht, aber das können Sie besser. Okay, weiter geht's. Versuchen wir es mit der kleinen Maschinenpistole. Es gelten dieselben Regeln. Die Waffe ist im Behälter. Nehmen Sie sie jetzt. Diese Waffe ist zwar weniger treffgenau, wenn Sie nicht den manuellen Zielmodus nutzen, dafür hat sie aber eine höhere Feuerrate. Pech gehabt. Das war fast perfekt. Okay, weiter geht's. Okay, in diesem Behälter ist ein Sturmgewehr. Mit dieser Waffe können Sie ein Ziel heranzoomen, indem Sie den manuellen Zielmodus-Knopf drücken. Versuchen Sie es. Wie Sie sehen, benötigt diese Waffe ein anderes Munitionskaliber als die beiden vorigen Waffen. Es gelten dieselben Regeln. Also los, wann immer Sie wollen, John. Gut geschossen, John. Okay, weiter geht's. In diesem Behälter befindet sich ein Scharfschützengewehr. Damit können Sie extrem nah an Ihr Ziel heranzoomen. Also erwarte ich ein perfektes Ergebnis. Das war perfekt, John. Gut gemacht. Okay, weiter geht's. Sie haben jetzt alle 4 Waffen in Ihrem Inventar. Mit dem Steuerkreuz können Sie die Waffe wechseln. Indem Sie das Steuerkreuz nach oben und unten drücken, können Sie schnell durch die Waffen schalten, die Sie tragen. Indem Sie das Steuerkreuz nach links und rechts drücken, können Sie den Inventarbildschirm aufrufen. Hier sehen Sie, welche Gegenstände Sie mit sich führen. Treffen Sie hier eine Auswahl, indem Sie nach oben und unten scrollen und drücken Sie dann den Aktionknopf. Wie Sie sehen, haben Sie 2 Inventarbildschirme. Der eine ist für Waffen, der andere für Gegenstände. Mit dem Steuerkreuz können Sie zwischen beiden umschalten. Versuchen Sie es jetzt. Gut, im nächsten Raum befindet sich ein Schießstand. Es erscheinen Tafeln, auf denen entweder Verbrecher oder Zivilisten sind. Sie erhalten einen Punkt für jeden Verbrecher, den Sie treffen. Aber Sie verlieren einen Punkt für jeden Zivilisten, den Sie treffen. Der Test ist beendet, wenn Sie 10 Punkte erzielt haben. Aus dem Behälter vor mir können Sie sich neue Munition holen. Wenn Sie keine Munition mehr haben, kommen Sie hierher. Wir setzen den Kurs dann zurück. Wann immer Sie möchten, John. Okay, weiter geht's. Wann immer Sie möchten, John. Okay, der Test beginnt, sobald Sie den grün markierten Bereich auf dem Boden betreten. Das war ziemlich schlecht, John. Sie müssen noch weiter zielen üben. Okay, weiter geht's. Okay, John. Legen Sie jetzt alle Ihre Waffen in diesen Behälter, indem Sie davor den Aktionknopf drücken. Danke. Als nächstes kommt der Hinderniskurs. Mal sehen, wie beweglich Sie sind. Erklimmen Sie diese Leiter, indem Sie darauf zulaufen. Oben angekommen, müssen Sie über diesen Balken gehen. Manche Leute finden es einfacher, auf dem Bauch drüber zu kriechen.
Um sich hinzulegen, tippen Sie zweimal auf den Duckenknopf. Gut gemacht. Um wieder aufzustehen, drücken Sie den Sprungknopf. Okay, dort unten liegt ein Sprungkissen. Wenn Sie über die Kante dieser Plattform rennen, springen Sie automatisch. Dadurch erreichen Sie das Kissen, das Ihren Sturz abbremst. Sie können jederzeit springen, indem Sie den Sprungknopf drücken. Erklimmen Sie diese Stufen, indem Sie auf sie zugehen und springen. Gut gemacht. Manchmal ist es einfacher, den automatischen Sprung zu benutzen. Wenn Sie über die Kante dieser Plattform rennen, springen Sie automatisch. Versuchen Sie es jetzt. Gut. Sie müssen rennen, um einen automatischen Sprung auszuführen. Wenn Sie über eine Kante gehen, fallen Sie einfach nur. Klettern Sie die Leiter hoch und versuchen Sie es erneut. Okay, überwinden Sie diesen Abgrund, indem Sie die bewegliche Plattform benutzen. Gut, rennen Sie jetzt diese Stufen hinunter. Sie müssen sich ducken, um unter diesem Hindernis hindurchzukommen. Um sich zu ducken, tippen Sie einmal auf den Duckenknopf. Um wieder aufzustehen, drücken Sie den Duckenknopf. Okay, springen Sie jetzt über diesen Block. Dieser Spalt ist zu klein, um geduckt hineinzukommen, aber Sie können ihn auf dem Bauch kriechend erreichen. Um sich hinzulegen, tippen Sie zweimal auf den Duckenknopf. Okay, John, Sie haben den Hinderniskurs gemeistert. John, jetzt müssen Sie gegen menschliche Gegner antreten. Im nächsten Raum befinden sich 5 Ausbilder, die Deckung gesucht haben. In diesem Trainingsabschnitt müssen Sie den Ausgang erreichen, ohne angeschossen zu werden. Falls Sie angeschossen werden, gehen Sie wieder zum Startpunkt. Wir setzen den Kurs dann zurück. Wenn es Ihnen dagegen gelingt, einen der Ausbilder zu treffen, wird er vom Kurs entfernt. Da Sie es hier mit echten Personen zu tun haben, werden wir Farbpatronen verwenden. Sie finden eine Waffe und Munition in diesem Behälter. Der Kurs beginnt, sobald Sie durch diese Türen treten. Sie wurden getroffen, John. Sie sind tot. Gehen Sie zum Startpunkt zurück. Wir versuchen es nochmal. Gehen Sie zum Startpunkt zurück. Wir versuchen es nochmal. Okay, versuchen wir es nochmal. Glückwunsch, John. Das waren alle. Manchmal treffen Sie während des Dienstes auf schier unüberwindbare Gegnerzahlen. Da Sie aber einer der guten Jungs sind, können Sie die Chancen ausgleichen, indem Sie das benutzen, was ich als Heldenzeit bezeichne. Dabei bekommen Sie auf bestimmte Zeit schnellere Reflexe als Ihre Gegner. Normalerweise erhalten Sie Heldenpunkte, wenn Sie gute Taten ausführen. Aber für diesen Test haben Sie gleich welche von Beginn an. Wenn Sie den nächsten Raum betreten, werden Sie von einer Ausbildergruppe angegriffen. Treffen Sie alle, bevor die Sie unschädlich machen. Um die Heldenzeit zu aktivieren, müssen Sie Ihren Heldenmodus-Knopf drücken. Sie bleiben in diesem Modus, bis Ihre Heldenzeit verbraucht ist. Aus diesem Behälter können Sie sich weitere Farbpatronen holen. John, wenn Sie bereit sind, treten Sie durch diese Tür. Okay. 3, 2, 1, los! Ausgezeichnet. Sie haben alle ausgeschaltet. Versuchen wir den nächsten Test. Jetzt werden wir Ihren Wurfarm testen. In diesem Behälter finden Sie 10 Rauchgranaten und im nächsten Raum befinden sich 5 Behälter. Sie müssen eine Granate in jeden dieser Behälter werfen. Beim Werfen einer Granate wird der Stift herausgezogen, sobald Sie den Feuerknopf drücken. Wenn Sie den Feuerknopf loslassen, wird die Granate geworfen. Je länger Sie den Feuerknopf zwischen dem Herausziehen des Stifts und dem Loslassen der Granate drücken, desto weiter werfen Sie. Okay, versuchen wir es. Sehr gut. Sie haben den Test bestanden. Okay, weiter geht's. Okay, John. Legen Sie jetzt alle Ihre Waffen in diesen Behälter, indem Sie davor den Aktionknopf drücken. Okay, John. Sich aus allen Rohren feuernd ins Getümmel zu stürzen, ist nicht immer das Klügste.
Manchmal ist subtiles Vorgehen besser. In der nächsten Übung werden wir sehen, wie leise Sie sein können. Sie können sich auf zwei Arten bewegen, im Action- oder im Tarnung-Modus. Mit Ihrem Tarnung-Knopf können Sie zwischen diesen beiden Modi umschalten. Versuchen Sie es jetzt. Gut, und nochmal. Gut. Da Sie jetzt im Tarnung-Modus sind, verursachen Sie weniger Geräusche und es ist weniger wahrscheinlich, dass man Sie sieht. Unglücklicherweise müssen Sie sich langsamer bewegen, um leise zu sein. Wenn Sie im Tarnung-Modus zuschlagen oder schießen, wechseln Sie automatisch in den Action-Modus und Ihre Tarnung fliegt auf. Im nächsten Raum befinden sich mehrere Ausbilder, die patrouillieren und Wache halten, sowie Kameras. Sie müssen bis zum Ausgang gelangen, ohne gesehen zu werden. Wenn Sie gesehen werden, müssen Sie zum Startpunkt zurück. Wir versuchen es dann nochmal. Betreten Sie den Raum, sobald Sie bereit sind. Ich sehe Sie, McLean. Sie wurden entdeckt, John. Kommen Sie zum Startpunkt zurück. Denken Sie daran, manchmal ist es besser zu beobachten. Wenn ein Mann patrouilliert, sollten Sie zusehen und sich seine Route merken. Wann immer Sie möchten, John. Sie können die Kamera oben umgehen, indem Sie sich hinter ihr halten. Wenn Sie eine schallgedämpfte Pistole hätten, könnten Sie auch rumballern. Es ist wichtig, den Bereich erst zu erkunden, bevor Sie sich bewegen. Ducken Sie sich hinter den Kisten und bewegen Sie sich seitlich, um sich ungesehen umzusehen. Ich sehe Sie. Sie wurden entdeckt, John. Kommen Sie zum Startpunkt zurück. Vorsicht, McLean! Laserstrahlfallen voraus. Wenn Sie einen Strahl berühren, wird Alarm ausgelöst. Gut! Okay, weiter geht's. John, als Polizeibeamter ist es immer besser, jemanden lebend zu fangen. Im nächsten Raum haben wir ein Geiselszenario vorbereitet. Es befinden sich mehrere Ausbilder im nächsten Raum, die zwei Geiseln bewachen. Falls einer der Ausbilder sie sieht, ist das fatal für die Geiseln und sie fallen bei diesem Test durch. Wenn Sie aber vorsichtig sind, können Sie sich den Ausbildern nähern, ohne gesehen zu werden. Falls Sie dicht genug herankommen, ohne bemerkt zu werden, können Sie einen Ausbilder ergreifen, indem Sie den Greifenknopf drücken. Damit haben Sie eine gute Verhandlungsposition, um die sichere Freilassung der Geiseln zu erreichen. Ein nützlicher Tipp: Nicht alle Mitglieder einer Gang sind gleich wichtig. Versuchen Sie, sich immer den Anführer zu greifen, da seine Männer auf Befehle von ihm warten. Wenn Sie sich den Anführer greifen, geben seine Männer auf, aber es ist noch nicht vorbei. Bevor Sie ihnen Handschellen angelegt haben, sind sie immer noch eine Bedrohung. Um diese Männer festzusetzen, müssen Sie ihre Waffen einsammeln, indem Sie darüber gehen. Lassen Sie den Anführer nicht los, bevor Sie den Rest der Gang festgenommen haben. Er ist Ihr Verhandlungsargument. Damit bleibt nur noch der Anführer. Normalerweise würden Sie ihn jetzt K.O. schlagen, wenn Sie den Feuerknopf drücken. Aber da dies ein Training ist, lassen wir das nicht zu. Um einer Person, die Sie ergriffen haben, Handschellen anzulegen, drücken Sie den Aktionknopf. Ausgezeichnet! Sie haben die Freilassung der Geiseln erreicht, ohne dass es Verletzte gab und ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Weiter geht's. Okay. Im letzten Teil des Trainings müssen Sie drei Bomben entschärfen. In dem Behälter vor mir befindet sich ein Schaltkreisunterbrecher. Nehmen Sie ihn jetzt. Okay, wählen Sie das Gerät jetzt in Ihrem Inventar an. Denken Sie daran, es ist keine Waffe, daher erscheint es in Ihrem Gegenstandinventar. Wählen Sie es jetzt an. Gut. Im letzten Raum befinden sich drei Kofferbomben. Wenn Sie sich ihnen nähern, wird der Code angezeigt, den Sie zum Entschärfen benötigen. Geben Sie diesen Code in Ihren Schaltkreisunterbrecher ein, indem Sie die Knöpfe drücken. Noch etwas. Sobald Sie den ersten Code eingeben, starten Sie einen Timer. Sie müssen die gesamte Sequenz eingeben, bevor der Timer abläuft, sonst macht es Bumm. Glückwunsch, John! Damit haben Sie Ihren Auffrischungskurs beendet. Durch die andere Tür kommen Sie zur Rezeption zurück.
Okay, John. Legen Sie jetzt alle Ihre Waffen in diesen Behälter, indem Sie davor den Aktionsknopf drücken. Hey, und seien Sie vorsichtig da draußen. Hallo, John. Alles erledigt? Sie können den Kurs nochmal absolvieren, indem Sie durch die Tür hinter mir gehen. Anderenfalls können Sie auch gehen. Einen schönen Tag noch. Mann, du siehst furchtbar aus. Ein bisschen Weißwein, ein gutes Essen und dann ein Abend in der Oper. Willkommen! Wenn Sie sich gerade erst zugeschaltet haben, ich bin Dick Thornburg und berichte live für HEN, das Hollywood Entertainment Network, dem Magazin rund um das Showbusiness. Es ist ein schöner Tag in Los Angeles und ich kann vom Dach des Townsend Art Museums aus die ganze Stadt sehen. Kunstmäzene, Würdenträger der Stadt und andere wichtige Persönlichkeiten aus L.A. sind hier, um Zeugen dieses Ereignisses zu werden. Pete Gruber, der Sohn des berüchtigten Jack Gruber, ist in die Stadt zurückgekehrt, die seinem Vater zum Schicksal wurde. Pete ist hier, um ein Gemälde zurückzugeben, das er auf einer seiner Südamerika-Expeditionen entdeckt hat. Gruber behauptet, dass diese Geste nicht seinen Namen reinwaschen soll, sondern ein Akt bewusster Kunsterhaltung sei. Gruber! Wir befinden uns bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, die jeden Moment beginnen. Der Townsend-Kurator Christoph von Laben macht sich bereit, zum Publikum zu sprechen. Sieh sich an, meine Lucian. Schon am ersten Tag tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters. Danke, dass Sie heute bei uns sind, wenn wir dieses wundervolle Gemälde wieder an seinen rechtmäßigen Platz bringen. Wir haben lange darauf gewartet, dieses Gemälde zurückzubekommen und sind überglücklich, dass Pete Gruber den Jacques in Südamerika entdeckte. Es ist uns eine Ehre, dass Mr. Gruber nun diesen Jacques enthüllen und ihn mir als Kurator von Townsend übergeben wird. Okay, Buzz, mach ein paar Bilder von den Gästen. Je mehr Haut, desto besser, du weißt schon. Wart mal, ist das nicht dieser Fitnesslehrer da drüben? Frontier so-und-so? Der Typ bei Gruber. Es ist mir eine große Freude, Ihnen das Meisterwerk von Jacques, Nymphen am See, zu überreichen. Mr. von Laben hat mir versichert, dass es wieder an seinem rechtmäßigen Platz aufgehängt und gut geschützt wird. Na klar doch. Aber was ist mit dem Dieb, der es gestohlen hat? Wie konnten Sie das Bild so einfach zurückbekommen? Wir sind dem Verbrecher dicht auf den Fersen. Ich versichere Ihnen, dass der Täter bald vor Gericht stehen wird. Was zum... Was zur Hölle war das? Hey, Buzz, hast du das drauf? Schüsse! Lucy! Bitte behalten Sie Ruhe. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Und ich dachte immer, Kunst sei langweilig. Hier ist Dick Thornburg live. Was als schöner Sommertag begann, hat sich in einen Albtraum verwandelt. Buzz, hast du das drauf? Ich riskiere hier mein Leben. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Das wird bestimmt lustig, John. Hey, McClain. Hat man Sie gerufen? Nein, ich hab's im Fernsehen gesehen. Wissen Sie, dass dieser schleimige Reporter mit seinem Kamerateam noch da drin ist? Dick Thornburg? Aha. Er ist Ihr größter Fan, John. Super. Sie reden besser mit dem Captain. Er ist oben beim Eingang. Reden Sie mit dem Captain. Er leitet das Ganze. Sie reden besser mit dem Captain. Er ist oben beim Eingang. John McLean, CCPD, können Sie mir sagen, was hier los ist? Keine Ahnung. Plötzlich begann eine Schießerei und alle rannten rum. Sind noch Zivilisten drin? Mein Mann ist noch da drin. Suchen Sie meinen Mann! Ich tue, was ich kann. Sie müssen ihn rausholen. Sie müssen es tun. Oh mein Gott. Wann können wir gehen? Bald. Wissen Sie, wer noch drin ist? Ein paar Cops sind noch drin, aber die sind so gut wie tot. Was ist mit den Bösen? Sind sie schwer bewaffnet? Wenn sie reingehen, ist das Selbstmord. Na toll. Madam, wir brauchen ein paar Angaben von Ihnen. Wie heißen Sie? Oh mein Gott, Claudia Sherman. Ich bin aus dem Valley. Sind Sie okay? Sind Sie verletzt? Ich hatte irre Angst.
Ich dachte, es wäre vorbei mit mir. Okay, ein Arzt kümmert sich um Sie, wenn Sie da runtergehen. Passt auf da drin. Wir sind Profis, Madam. Wir schnappen Sie. John McClane, CCPD, was gibt's Neues? Wir haben hier ein Szenario mit mehreren Geiseln. Bisher keine Forderungen. Die Räuber haben sich im Gebäude eingeschlossen, sodass wir über die Situation im Innern nicht informiert sind. Wie viele sind es denn? Keine Ahnung. Sie sollten mit dem Captain sprechen, er ist oben. Der Captain leitet den Einsatz. Sie sollten mit ihm sprechen. Sprechen Sie mit dem Captain. Er ist beim Eingang. John, was zum Teufel machst du hier? Ich suche meine Tochter. Lucy ist hier? Jawohl, Sir. War ihr erster Auftrag. Scheint die Räuber gestört zu haben. John, wir haben noch nichts von unseren Leuten da drin gehört. Captain, ich weiß, dass meine Lucy noch lebt. Als der Alarm losging, sind sie wohl in Panik geraten. Sie haben Geiseln genommen und sich eingeschlossen. Wir brechen jetzt durch. Also was hast du vor, John? Ich weiß nicht, ob du als Lucys Vater überhaupt hier sein solltest. Hör zu, Captain, ich werde nicht verschwinden. Ich trage keine Uniform. Wenn ich entdeckt werde, spiele ich einen Gast, der sich verlaufen hat. Klar, du siehst wie ein echter Kunstliebhaber aus, McClane. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Comics. Sir, wir sind drin. McClane. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Captain. Ich wollte dir nur Glück wünschen. Wir hören uns über Funk. Viel Glück, John. Meld dich über Funk, wenn du Hilfe brauchst. Wir bekommen Lucy zurück, keine Sorge. Viel Glück, Sir. Ich habe Sie immer bewundert, McClane. An Grubers Stelle würde ich mir jetzt echt Sorgen machen. Behalten Sie trotz Ihrer Tochter einen klaren Kopf. Bleiben Sie wachsam, John. Kühlen Kopf behalten. Wir sind bereit, wenn Sie Unterstützung brauchen. Sie sind schwer bewaffnet. Denken Sie daran, er weiß vermutlich nicht, wer Lucy ist. Das könnte Ihr Vorteil sein. Es sind noch Zivilisten drin. Schießen Sie also nicht zu schnell. Achten Sie auf Scharfschützen. Wir wissen, er hat Scharfschützen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Gruber Fallen gestellt hätte. Halten Sie auch nach Gemälden Ausschau. Oh, Scheiße. John, bist du da? Ich bin okay. Bin wohl wieder auf mich allein gestellt. Scheiße, die Cops brechen durch. Hey, wir haben Gesellschaft. Damit hättest du heute Morgen beim Aufstehen wohl nicht gerechnet. Solange du nichts Dummes tust, könntest du das hier sogar überleben. Was ist los? Schlaf gut, Mistkerl. Sind Sie okay? Danke. Die wollten mich umbringen. Gibt's noch mehr Überlebende? Sie haben eine Polizistin als Geisel genommen, eine junge Frau. Eine junge Frau? Sind Sie sicher? Ja, sie haben sie zur Veranda am anderen Ende des Innenhofs gebracht. Danke, warten Sie hier. Keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Hier bin ich sicher. Ich warte auf die Polizei. Die würde ich nicht als Deckung nehmen, Cop. Dort drüben, meine Stufen! Wen haben wir denn da? Schätze, es ist wahr. Wo Scheiße ist, sind doch Fliegen. Das ist super. Die beste Story seit Jahren. Polizeidepartement massakriert ausländische Kunstmäzene. Verschwinden Sie, Dick. Wir sollten echt zusammenarbeiten. Sie geben mir ein Interview und ich bringe Sie in die Galerie. Ich kenne da einen Weg. Wo ist der Rest Ihrer Filmcrew? Die wurden erschossen. Berufsrisiko. Also, was sagen Sie dazu? Was ich dazu sage, könnten Sie nicht senden. Da drüben! Ups, ich würde ja bleiben, aber...
Warum mussten Sie das tun? Sie wollten gerade verhandeln. Ich hätte mein Interview bekommen. Sie haben 10 Sekunden, mir zu sagen, wo Lucy ist. Oder Sie brauchen einen Einlauf, um an Ihre Kamera zu kommen. Okay, okay, Lucy. Schätze, die Cop-Gene liegen in der Familie. Sie ist im 2. Galeriegebäude. Ich bin sicher, dass sie gut bewacht wird. Machen Sie keinen Ärger. Die Öffentlichkeit liebt aber Ärger. Ersticken Sie doch einfach an Ihrem Objektiv. Lassen Sie mich in Ruhe. Er ist hier! Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut. Sie haben mir nichts getan. Aber meine Gemälde sind weg! Wir werden Sie zurückbekommen. Suchen Sie sich ein Versteck. Entweder ich oder der Krebs. Einer musste ihn ja erwischen. Ich war einfach schneller. Jonas Hubschrauber! Baby, bist du okay? Ja, ich kann auf mich selbst aufpassen. Oh, das ist preisverdächtig. Eine Nahaufnahme der Umarmung. Vater und Tochter. Wie rührend. Dad, das ist es nicht wert. Es ist vorbei. Nein, das ist erst der Anfang. Was? Hier ist wieder Dick Thornburg mit einer Story, bei der Sie sich wundern werden, wie weit ein Mann für Ruhm und Ehre zu gehen bereit ist. Während die Nachbeben des dreisten Überfalls auf das Townsend Art Museum noch zu spüren sind, habe ich das bizarre Leben eines der Haupttäter aufgedeckt. Unsere Geschichte beginnt hier in der Kleinstadt DeKalb, Illinois. Da er nicht länger als Einwanderer gelten wollte, änderte Jack Franzlowski seinen Namen in Fruncher und ging mit 18 zur Armee. Fruncher hat einen Hang zur Action. Und so dauerte es nicht lange, bis er der CIA auffiel. Ja, unsere Regierung hat diesen Mann 10 Jahre lang mit dem Geld der Steuerzahler zu einem geschickten und tödlichen Agenten ausgebildet. Aber Fruncher langweilte dieser Lebensstil sehr bald und er quittierte den Dienst. Auf der Suche nach Erfüllung nahm er ein Trainingsvideo auf. Das Ergebnis hieß: Trainieren oder sterben. Militante Aerobic-Übungen für perfekte Bauchmuskeln. Ja, so etwas gibt es nur in Amerika, meine Damen und Herren. Trainieren oder sterben wurde über Nacht ein Erfolg und der Name Fruncher ein Synonym für Training für Reiche und Berühmte. Aber auch das war dem Fitnessfreak noch nicht genug. Fruncher wollte Hauptrollen in Actionfilmen spielen, für die er sonst die Stars trainierte. Schließlich erfüllte sich sein Wunsch. Er war ein marsianischer Weltraumsöldner in Galaxy Thief. Der Film wurde überraschenderweise ein Erfolg. Und bald spielte Fruncher seine Rolle erneut in der unvermeidlichen Fortsetzung Galaxy Thief 2. Dieser Film floppte total. Viele Kritiker nahmen besonders Fruncher unter Beschuss und meinten, noch nicht einmal ein Alien würde jemals so hölzern spielen. Bei Galaxy Thief 3 ging das Studio kein Risiko ein. Diesmal besetzte es den Herzensbrecher Greg Castle und ließ Jack Fruncher im Regen stehen. Von Hollywoods Elite jetzt gemieden, versank Fruncher in Depressionen. Komplett mit Selbstmordversuch. Jetzt aber hat sich das Blatt gewendet. Nach dem Angriff heute Morgen wurde er vom Fußabtreter Hollywoods zum meistgesuchten Verbrecher der Stadt. Eine weitere tragische Geschichte über gefallene Stars und zerplatzte Hollywood-Träume. Wie weit geht ein Mann für 15 Minuten Ruhm im Rampenlicht? Ich bin Dick Thornburg für HEN, das Magazin rund um das Showbusiness. Sie wollen bestimmt nicht darunter. Die Blades machen Chaos. Die Blades? Ja, die Gangs sind auf dem Kriegspfad und bis an die Zähne bewaffnet. Na toll. Gehen Sie zu Fat Larry's Restaurant. Da soll es eine Schießerei geben. Auf dem Weg. Officer, wie kommt man zur Melrose? Ich suche die neue Trotzki-Boutique. Können Sie mir vielleicht helfen? Oh mein Gott! Können Sie mit der Waffe woanders hinziehen? Ich meine, ist das wirklich nötig? Hey, um wie viel Uhr machen Sie Feierabend? Stirb, Punk! Niemand legt sich mit Fat Larry an!
Polizei! Fallen lassen, sofort! Hey, ich bin der Besitzer! Ich bin Fat Larry! Ich habe seine Schulter getroffen, der kommt nicht weit! Warum überlassen Sie den Rest nicht einfach mir? Schützen und dienen, dass ich nicht lache! Hey, ruhig bleiben! Soll ich Ihnen einen Donut holen, bevor Sie den Typen festnehmen? Oh, ich hab die Schnauze voll von euch! Was machen Sie denn da? Los hinterher! Sie sind doch Polizist, oder? Ich will erst ein paar Sachen überprüfen. Oh, ich hab die Schnauze voll von euch! Wenn diese Typen Gangmitglieder sind, wo sind dann ihre Logos? Klar, und Luden tragen Armeestiefel. Hey, wir haben Gesellschaft! Oh mein Gott, versteckt euch! Was ist mit diesem Typen los? Da kommen noch mehr davon. Hey, da ist McLean. Mach den fest. McLean? Ja? Gehen Sie zur Bank. Sie fliehen zum... Was? Das Signal bricht weg? Los jetzt, Sie fliehen. Schneiden Sie ihnen den Weg ab. Hey, Kumpel, was ist passiert? Halten Sie den Rand. Hey, was soll das denn bitte? Ihr Kopf seid doch alle gleich. Glaubt, ihr seid ja so gut, aber wenn man euch braucht, seid ihr nie da. Hey, Kumpel, ich mach nur meinen Job. Shit, jetzt fühle ich mich sicher. Pass auf, wenn du nicht ruhig bist, erledige ich dich selbst. Boah, immer mit der Ruhe. Ist ja schon gut. Hab nur Spaß gemacht. Madam, sind Sie okay? Oh mein Gott, ich muss hier raus. Wenn Sie noch einen Moment sitzen bleiben könnten. Oh, was auch immer. Wird das lang dauern? Ich mache gerade Mittag. Ich würde Ihnen gern helfen, Officer, aber ich bin spät dran. Hey, haben Sie Interesse an Klimaanlagen? Heute nicht. Sir, haben Sie gesehen, was passiert ist? Also, ich habe gerade gegessen und plötzlich durchlöchert dieser Punk den Laden hier. Und dann? Naja, Larry wurde sauer und hat ihn rausgejagt. Echt, mit Larry darf man sich nicht anlegen. Okay, danke. Wenn Sie erwarten würden, bis wir alles aufgeklärt haben. Na klar. Sind Sie okay? Mann, dieser Laden ist gar nicht mehr lustig. Konnten Sie den Mann sehen, der das getan hat? Keine Chance, Mann. Ich hatte gerade angefangen zu futtern. Sie haben also nichts gesehen? Nee. Hey, Mann, ich hab voll den Appetit verloren. Mist. Lady, sind Sie okay? Mein Gott, die schießen einfach auf jeden! Nur die Ruhe, es ist vorbei, ja? Gott, ist man denn nirgends mehr sicher? Ich muss raus aus dieser Stadt. Warten Sie hier, bis ich das alles aufgeklärt habe. Die sind ja alle so böse, so böse. Oh shit, das ist dein Vater. Tommy, sei nicht blöd. So alt ist mein Vater doch nicht. Hey Mann, es ist nichts passiert, das schwör ich. Hey, ganz ruhig. Ich hab nur etwas gecheckt. Hey Mann, sie versauen uns die Stimmung. Kapisch? Ein bisschen Privatsphäre wäre ganz nett. Sollten Sie nicht woanders sein? Tommy, er macht mir Angst. Hey Mann, Sie versauen uns die Stimmung. Kapisch? Oh, wollen Sie vielleicht noch ein Foto? Entschuldigung. Hey, Mister. Vorsicht mit der Waffe. Ich meine, wir wollen doch nicht, dass Sie aus Versehen feuern. Nichts wie raus hier. Keine Sorge, ich gehe. Du bist tot! Sofort! Los, nichts wie raus hier. Keine Sorge, ich gehe ja schon. Sofort! Sind Sie okay?
Ja, ich muss nur wieder zu Atem kommen. Tief durchatmen, dann geht's Ihnen besser. Oh Mann, war das heftig. Mann, ich werd zu alt für diesen Scheiß. Wo zum Teufel war die versprochene Verstärkung? Dieser Bandenkrieg gerät außer Kontrolle. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Arschloch, ich bin Polizist. Dann sollten Sie zur Bank gehen. Da gab's ein Problem. Alles okay. Ich habe diesen Bereich unter Kontrolle. Alles okay. Es ist vorbei. Tief durchatmen. Wenn ich meine Waffe mit hätte. Immer mit der Ruhe. Du regst Mike auf. Wenn ich meine Waffe mit hätte. Alle okay? Ich glaube, dem Mann hier wurde ins Bein geschossen. Hier, McLean. Ich brauche einen Krankenwagen bei der Bank. Sie waren nicht sehr organisiert. Als ob Sie nur ein bisschen Nervenkitzel suchten. Ich dachte, wir wären alle tot. Was für ein Albtraum. Ich konnte nichts tun, um Sie aufzuhalten. Sie waren nicht sehr organisiert. Die Blutspur sollte dich direkt zu ihm führen, John. Ich habe alles getan, was Sie von mir wollten. Warum gehen Sie jetzt nicht einfach? Hey, ich entscheide, wann es vorbei ist. Genau wie ich entscheide, ob Sie leben oder sterben. Okay, okay, Sie sind der Boss. Schnauze! Bringe ich dich jetzt um oder lasse ich dich leben? Sterben oder leben? Gott, bitte. Ich habe eine Frau. Oh, Scheiße! Sind Sie okay? Mir geht's gut, aber ich räume hier bestimmt nicht auf. Ich nehme nicht an, dass Sie einen verletzten Mann gesehen haben? Doch, er hat ziemlich stark geblutet. Er hat ein Fenster zerschlagen und ist dann zur Rückseite raus. Danke, warten Sie, es kümmert sich gleich jemand um Sie. Hören Sie, mir geht's gut. Sollten Sie diesen Mistkerl nicht verfolgen? Du bist tot, Hurensohn! Das gibt's doch nicht. Ich glaube, der heult. Bitte, bitte! Sag ihnen, sie sollen die Waffen fallen lassen. Ihr habt's gehört. Fallen lassen. Okay, okay. Jetzt auf den Boden legen und Hände auf den Rücken. Ich möchte mich bedanken, Officer. Wer ist für die zwei Leichen bei Fat Larry verantwortlich? Ey Mann, Hollywood gehört uns. Sergio wollte sie tot sehen. Sergio, hä? Huh? Danke fürs Schweigen. Shit, Mann. Ich bin nicht hier und ich quatsche nicht. Die zwei Toten mit den Gesichtern voll Pasta? Das wart doch ihr. Keine Ahnung, wovon du redest, Blödmann. Vor uns brauchen Sie keine Angst zu haben. Hey, Blödmann, ich rede nur mit einem und das bist nicht du. Vielleicht bringen ein paar Kugeln in deinen Schädel dein Gedächtnis ja wieder auf Vordermann. Shit, die bringen mich um, wenn ich mit einem Bullen rede. Und ich bring dich um, wenn du es nicht tust. Kümmern Sie sich um die neue Gang in der Stadt, die macht den Ärger. Wir müssen zum Revier gehen und einen Bericht machen. Ja, okay. Zum Revier. Tja, nein, also wissen Sie, ich habe alles vergessen. Ich will keinen Ärger. Was? Also, naja, ich bin nicht hier, sondern in Atlanta. Das denkt zumindest meine Frau Veronika. Also, ich muss jetzt weg. Arschlöcher retten macht echt Spaß. Alles klar. Trotzdem danke.
Oh, ganz ruhig, John. Mitgliedsausweis. Ups, habe ich wohl zu Hause vergessen. Kein Ausweis, kein Einlass. Lass mich doch einfach rein, ja? Verdammt, hau endlich ab! Du kommst hier nicht rein. Dreh um, Kumpel. Nur für Mitglieder. Du kommst hier nicht rein. Hat dir Mama nicht gesagt, dass du dich zum Baustellen verantworten willst? Verdammt, ich brauch den Schlüssel. Verdammt, ich brauch den Schlüssel. Hi, wie geht's? Hey, ist hier jemand Merkwürdiges reingekommen? Nein, aber möchten Sie was Cooles hören? Nur auf 8 Spurbändern. Wir haben Gangster-Rap im Angebot. Nicht das, was ich suche, danke. Wenn Sie Gangster-Rap suchen, da drüben. Weiter unten. Unter dem Tresen. Hör zu, ich habe kein Interesse an... Stirb, Mistkerl! Oh, kapiert, ja. Sehr schlau. Na, Larry wird entzückt sein. Was hältst du davon? Guter Schnitt? Der Shit ist cool, Mann. Probier's mal an. Sieht gut aus. Wer zum Teufel hat dich gefragt? Was für ein Schlips gehört dazu? Scheiße! Willst du echt einen Schlips dazu? John, du musst einen von denen lieben schnappen. Du bist doch kein Buchhalter! Hey, dann such du mir doch ein Hemd aus, wenn du so ein verfluchter Modeexperte bist. Lasst sie gehen oder euer Freund hier verliert sein Gesicht. Macht, was er sagt. Runter mit der Kanone. Schon besser. Was macht ihr Jungs denn hier? Nur ein Schaufensterbummel. Klar, Schaufensterbummel mit Kanonen. Schlechte Nachbarschaft, wie? Und wer sind die anderen? Mit wem kämpft ihr? Welche anderen? Wenn du den Rest deines Lebens nicht künstlich ernährt werden willst, solltest du besser aufhören, mich zu verarschen. Wow, ruhig, ruhig. Keine Ahnung, wer die sind. Aber die sind hier aufgetaucht, also werden sie bezahlen. Sergio will sie tot sehen. Schnauze, Idiot. Sergio, hm? Danke fürs Schweigen. Wer ist Sergio? Niemand. Wenn er niemand ist, lohnt es sich auch nicht, für ihn den Kopf zu verlieren. Also, wer ist er? Ich glaube, er hat hier irgendwo eine chemische Reinigung. Was weißt du darüber? Ich weiß gar nichts, Mann. Bist du sicher, dass du nichts für mich hast? Hey, ich singe nicht. Wenn ihr nicht Hauptthema der Abendnachrichten werden wollt, verschwindet ihr hier besser. Wir haben schon verstanden. Fast meine Größe. Oh! Ups, mein Fehler. Würde es Ihnen was ausmachen? Nein, überhaupt nicht. Du bist tot, Hurensohn! Ach nicht, Arschloch. Hey, haltet die Schnauze und ladet den Mist auf. Ja, pass du nur auf, dass uns niemand sieht. Hey, Mann, wie viel wollen wir denn noch mitnehmen? Was glaubst du denn? Alles natürlich, Dumpfbacke. Beweg dich jetzt. Hey. Bleib einfach sitzen und du überlebst. Sobald die Polizei weg ist, hau ich ab. Ich will keinen Ärger, keine Sorge. Dann halt die Schnauze. Du brauchst nicht aufstehen. Na, Larry wird entzückt sein. Winnie's Poolhalle. Treffen um 15 Uhr. Da musst du dich ranhalten, John. Sind Sie okay? Jetzt ja. Nehmen Sie, was immer Sie wollen. Gratis. Nein, schon okay. Ich mein's ernst. Danke, Mann. Ich kann Ihnen Industrial besorgen.
Mögen Sie Prog Rock? Ist gerade im Angebot. Hardcore, Straight Edge oder importierten japanischen Trash Jazz? Hört denn niemand mehr richtige Musik? McLean, wo sind Sie? Bei Vinyl Fantasy. Sagt Fat Larry, dass ich seinen bösen Buben habe. Verstanden. Wir schicken einen Wagen. Ich glaube, wir brauchen mehr als einen. Hier dürfte was Großes laufen. Verstanden. Informieren Sie uns weiter. Mitgliedsausweis. Hier ist er. Was willst du hier? Bestimmt nicht Pool spielen. Ich habe eine Lieferung für deinen Boss. Und wer soll das sein? Sergio. Okay. Aber sag nichts, bevor du nicht angesprochen wirst. Die mögen hier keine neuen Gesichter. Worauf wartest du noch, verdammt? Hey, er mag es nicht so warten. Hast du den Kram? Ja. Hol dir einen Drink. Er ist gleich bei dir. Wenn wir dieses Ding verticken, können wir das gesamte verdammte Viertel kaufen. Und wo das herkommt, gibt's noch mehr davon. Diese Idioten haben den Scheiß den ganzen Tag in das chinesische Kino geschleppt. Ich denke, wir sollten ins Kino gehen. Was zur Hölle war das? Du willst mir das aufnehmen? Verdammter Besuch. Schlüssel zum Haus der Bilder. Schätze, es wird Zeit, ins Kino zu gehen. Stirb, Mistkerl! Schlechte Wahl! Galaxy Thief 3? Na, Frontier sieht so aus, als hätte man dich ausradiert. Wie nett, ich bin eingeschlossen. Hier werden Filme gezeigt? Was macht der denn da? Oh, das scheuert ja vielleicht. Sind Sie okay? Jetzt schon, Süßer. Aber psst, die Typen, die das getan haben, sind noch hier drin. Sie haben meine Kollegen mit nach oben geschleppt. Nur der Himmel weiß, was sie ihnen antun. Okay, Sie sollten sich ein sicheres Plätzchen zum Warten suchen. Na klar. Nur in L.A. Wissen Sie, wie viele es sind? Oh, ziemlich viele. Sie kamen hier durch und trugen schwere Kisten. Wohin haben Sie die Kisten gebracht? Weiter nach hinten. Sie haben den gesamten Laden übernommen. Honey, ich verdurste. Ich finde, hiernach sollte ich den Rest vom Tag frei bekommen. Was für ein emotionaler Stress. So kann ich doch keine Getränke servieren. Vergessen Sie meine Kollegen nicht. Die sitzen immer noch da oben mit diesen großen Typen, die mit ihren großen Knarren und den großen rauen Händen vom ganzen Kisten schleppen. Wer ist jetzt der Schnellste, hä? Peng! Sie! Du glaubst, du bist schnell? Hey, redest du mit mir? Verdammt, redest du mit mir? Oh, Scheiße! Du warst wohl doch nicht so schnell. Rauchen ist ungesund. Wann werden wir abgelöst? In einer halben Stunde oder so. Mann, was für ein Scheißjob! Ich weiß, aber denk an das ganze Geld, das auf uns wartet. Also, ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und so ein Quatsch. Aha. Und sie sagt, ja, aber ich sehe dich nie, du bist nie da. Oh, das kenne ich. Ich meine, was will sie denn? Wir sind schließlich nicht verheiratet. Ja, aber das will sie doch eigentlich. Und glaub mir, du willst das wirklich nicht. Hey, das brauchst du mir nicht sagen. Ich mach den Fehler nicht nochmal. Shh.
Hey, Greg, sag das nochmal. Greg? Alles ruhig hier, Sir. Ja. Ja. Klar, ich informiere Sie sofort, wenn hier jemand herumschnüffelt. Aha. Nett gemacht. Ja, Sir. Verstanden, Ende. Arschloch. Hey, wer ist das? Mehr Schutz. Hey, Blödmann! Schalte den Typen aus, der ist echt mies! Rauchgranaten! Kein Risiko eingehen, der Typ ist gut. Armbrust, Schön leise, das könnte nützlich sein. Wie sicher ist wohl die Flagge da? Guter Zug, John. Kein Saft. Kein Saft. Es sollte bald losgehen. Gut. Je früher wir hier raus sind, desto besser. Dieser Job ist gefährlich. Ja, aber wir haben eine Versicherung. Was denn? Diese Geiseln? Ich weiß nicht, warum wir sie nicht einfach erschießen. Sie haben uns gesehen und können uns identifizieren. Alles zu seiner Zeit. Du weißt doch, Frontier hinterlässt nur ungern offene Enden. Ja, ich weiß. Mach die Geiseln kalt. Hey, was ist denn mal hier? Danke. Sind Sie Polizist? Stimmt, ich bin Officer John McClane, Century City Police Department. Und wo sind die anderen Polizisten? Ich bin allein, daher sollten Sie alle erstmal in Deckung gehen. Aber was ist mit Alfred, dem Filmvorführer? Die haben ihn mitgenommen. Bleiben Sie hier, ich suche ihn. Ich bin allein, daher sollten Sie alle erstmal in Deckung gehen. Aber was ist mit Alfred, dem Filmvorführer? Die haben ihn mitgenommen. Bleiben Sie hier, ich suche ihn. Das ist also der Dank. Schnauze! Einfach klasse, Kleiner. Ich tue euch einen Gefallen und jetzt wollt ihr mich umbringen. Sei endlich still! Nee, ihr Jungs habt einfach keinen Mumm. Wisst ihr, ich hab in Vegas für die Mafia gearbeitet. Ich hab immer noch Freunde. Noch ein Wort, alter Mann, und ich schwöre, du bist dran. Tu mir einen Gefallen und hör auf, deine Klappe zu polieren. Gute Arbeit. Aber ich hab schon Besseres gesehen. Ich kannte mal einen, der konnte in 0,nix einer Fliege das Auge rausschießen. Echt wahr? Na klar, war als der Franzose bekannt. Ich glaube aber, er war Pole. Hab ihn nie gefragt. Ich nehme an, Sie haben hiermit zu tun? Diese Jungs nebenan haben keinen Respekt. Sogar als Schuhputzer habe ich schon mehr verdient. Ich kannte mal einen Schuhputzer, der nahm Spucke aus Flaschen. Konnte nicht selbst spucken. Irgendwas mit den Drüsen. Also musste seine Mutter morgens in ein Glas spucken. Was Sie nicht sagen. Und Ihre Freunde hier? Ja klar, habe ich denen geholfen. Was macht man denn wohl, wenn einem jemand mehr Geld bietet, als man im ganzen Monat verdient? Aber diese nichtsnutzigen, miesen Punks wollten mich kalt machen. Worauf warten Sie denn noch? Was für Filme mögen Sie denn so? Oh, ich weiß nicht. Gute Schauspieler, gute Story und jede Menge Feuerwerk. Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Job erledigen. Okay, vielleicht ein andermal. Hat man Sie je gefoltert, Junge? Wissen Sie, wie es ist, wenn einem die Fingernägel einzeln ausgerissen werden? Oder Nadeln in die Zunge gesteckt werden? Ich kannte mal einen, dem hat man Bambusspieße. Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Job erledigen. Okay, vielleicht ein andermal. Ups, so viel zum Überraschungsmoment. Wo zum Teufel sind die hin? Mann, ist das fies. Geht, kommt auch wieder runter. So müssen sie wohl die Bilder transportieren.
gebt's ihm! Na, sieh mal einer an, John. Wer hätte das gedacht? Noch ein Lüftungsschacht. Abgeschlossen. Ich muss einen anderen Weg suchen. Was zur Hölle stinkt hier so? Hey Kumpel, ist dir hier was Merkwürdiges aufgefallen? Ich muss zu den Läden, bevor die schließen. Ja, ja, trotzdem danke. Ich muss einkaufen gehen. Hey Kumpel, ist dir hier was Merkwürdiges aufgefallen? Ich muss zu den Läden, bevor die schließen. Ja, ja, trotzdem danke. Ich muss einkaufen gehen. Gemütliches Fleckchen. Hey, Kumpel, hast du was Verdächtiges gesehen? Bist du nicht zu dünn angezogen? Mann, es friert. Ich komme aus New York. Sind hier irgendwelche Männer langgekommen? Treibhauseffekt. Neue Eiszeit trifft es eher. Ich will mich nur aufwärmen. Hey, wach auf. Los, Kumpel, steh auf. Mama? Ich bin nicht deine Mama. Lass mich schlafen, ich hab nichts für dich. Hey, wach auf. Das könnte für Undercover-Arbeit nützlich sein. Puh, die Klamotten könnten von alleine laufen. Hey, Kumpel, ist dir hier was Merkwürdiges aufgefallen? Mann, hast du einen Dollar? Ja, und du bekommst ihn auch, wenn ich Informationen kriege. Ich hab keine. Ich kann dir ein Lied singen. Mit Singen wirst du kein Geld verdienen, Kumpel. Hast du irgendwelche verdächtigen Personen gesehen? Verdächtige Person? Hier? Meinst du das ernst? Wir sind alle verdächtig, Mann. Schlauer Typ. Ich meine, hast du ja neue Gesichter gesehen? Außer deinem? Ja, da waren so drei Typen, haben mit Maschinenpistolen hinter mir gestanden. Bist du ein Cop? Wie ich schon sagte, sehr schlau. Na los, geh mir jetzt aus dem Weg, Junge. Du versaust mir die Sicht. Das Freund. Na, amüsierst du dich, Kumpel? Der wird dir nicht helfen, John. Na, amüsierst du dich, Kumpel? Sie haben keine Selbstachtung. Wir tun Ihnen einen Gefallen, wenn wir Sie töten, Sir. Wir verschwenden keine Kugeln für Sie. Frontier hat gesagt, wir sollen jeden, der im Weg ist, umnieten. Die sind aber niemandem im Weg. Solange ich der Chef bin, gebe ich auch die Befehle, kapiert? Sir! Ja, Sir! Also Augen auf, wir werden bald hier raus sein. Da kommt noch einer! Nicht schießen! Waffen fallen lassen! Sofort fallen lassen! Auf keinen Fall! Bill, tu, was er sagt! Das kommt davon, wenn wir auf Sie hören, Sir! Immer schön langsam. Jungs, die besten Männer von L.A. werden sich gleich um euch kümmern. Sie kommen nicht weit. Wir haben hier unten eine ganze Armee. Sie wissen ja gar nicht, was die für Sie geplant haben. Komm mir nicht zu nah, sonst muss ich dich wegen deines Geruchs erschießen. Waffen fallen lassen! Sofort fallen lassen! Tut mir leid, Bill, du bist ersetzlich. Ich werde nicht im Rundstein sterben. Und was machen wir mit diesem Gemälde? Lass es da, es ist kaputt. Niemand wird es vermissen. Ja, da hast du wohl recht. Bleib einfach wachsam, wir werden bald hier raus sein. Schätze, hier geht's zur U-Bahn.
gut gemacht. Das ist der Beweis, den ich brauchte. Den Zug hast du wohl nicht verpasst. Puh. Oh Mann, John, was machst du denn? Solltest du auch. Wir müssen wachsam bleiben. Keine Sorge, das Baby hier ist einsatzbereit. Wohin das wohl führt? Raffiniert, John. Das ist eine dumme Idee, John. Abgeschlossen. Sieht aber nicht allzu stabil aus. Oh, was für eine Schweinerei. Diese Typen haben tolles Spielzeug. Ah, was für ein Glanz. Was ist hier los? Wo bringen Sie die Gemälde hin? Von Lahm, tun Sie uns einen Gefallen. Schnauze. Ich soll ruhig sein? Das ist doch verrückt. Wo ist Gruber? Er ist beschäftigt, trifft einige Vorbereitungen. Die Sache ist außer Kontrolle, Frontier. Die Cops sind hinter uns her. Ich muss an meinen Ruf denken. Von Laben, Sie bekommen Ihre Belohnung. Männer, schafft diese Gemälde hier raus. Sie aufgepumpter, testosteronverseuchter Trottel! Merken Sie nicht, wie ernst das ist? Wer hat die Pläne geändert? Ich lasse Ihnen das einmal durchgehen, aber nur einmal. Und Sie sollten sich fragen, was Sie uns noch bieten können. Das Ganze gefällt mir überhaupt nicht. An Ihrer Stelle würde ich die Klappe halten und den Befehlen folgen. Ihre Nützlichkeit nutzt sich sehr schnell ab. Mann, das ist der beste Job seit Jahren. Ja, ich habe schon vorher für ihn gearbeitet. Gruber lohnt sich immer. Ich werde meinen Anteil für eine nette Party ausgeben, wenn du weißt, was ich meine. Sei endlich still! Wenn ihr denkt, ihr wärt jetzt frei, falsch gedacht. Beim kleinsten Mucks bringe ich euch alle um. Scheiße, Geiseln. Warum haben diese Typen nur immer Geiseln? Weißt du, Bill, ich habe nie verstanden, warum du all die Jahre bei dieser Hexe geblieben bist. Ich auch nicht. Aber weißt du, sie war wie ein Freund. Freund? Was für ein Freund haut mit deinem Bruder ab? Vergiss es, Chuck. Ich will nur den Job zu Ende bringen und heimgehen. Waschlappen. Was? Wir haben Besuch? Er schießt die Arbeiter! Danke. Wer sind Sie? Mein Name ist John McClane, Century City PD. Sie haben uns das Leben gerettet. Hey Kumpel, was ist passiert? Wenn ich das wüsste, sie rannten einfach rein und haben sich Leute geschnappt. Es waren Dutzende. Wer waren die denn bloß? Das versuche ich herauszufinden. Sorry, das ist alles, was ich weiß. Wer war der Boss? So ein großer Typ hat Befehle gebrüllt. Er kam mir irgendwie bekannt vor. Das war dieser Typ aus dem Fernsehen. Welcher? Der aus dem Fernsehen, der Trainingstyp. Jack Frontier? Ja, genau der. Mann, ist das alles komisch. Sie sollten vorsichtig sein. Von der Sorte gibt's wahrscheinlich noch mehr. Haben die was getragen? Sie hatten viele kleine Pakete dabei. Könnten das Gemälde gewesen sein? Möglich. Ich habe gehört, wie einer von denen sagte, dass sie zum L.A. River bringen wollen. Kommt man da von der U-Bahn aus hin? Ja, durch einen Seitentunnel kommt man zu Hochwasserröhren. Können wir jetzt gehen? Bleiben Sie hier, bis die Cops da sind. Das verdammte Ding funktioniert nicht. Sie brauchen einen Zündschlüssel. Das verdammte Ding funktioniert nicht. Sie brauchen einen Zündschlüssel. Wie lange sollen wir diesen Bereich denn noch sichern? Die Polizei wird bald hier sein. Nicht mehr lange. Ist die Ware gesichert? Wir sind fast fertig. Bleibt erstmal wachsam. Ihr erhaltet bald weitere Instruktionen. Ja, Sir. Was? Wer zum Teufel sind denn Sie?
Ich bin der U-Bahn-Inspektor und du wirst außer Dienst gestellt. Rico, sind Sie noch da? Ja. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ich habe dafür gesorgt, dass von Laben zurückfällt. Er ist eine Belastung und nicht länger nützlich. Ich will, dass Sie ihn töten. Roger, kein Problem. Sie klingen etwas heiser. Hab wahrscheinlich Zug gekriegt. Ist ein bisschen feucht hier unten. Ah, keine Sorge, Rico. Sie liegen bald mit Ihren 20% an einem Strand. So einen wollte ich schon immer haben. Zurück oder ich schieße! Danke für den Hinweis. Ich nehme das wohl besser mit. Wie bin ich bloß da reingeraten? Was war ich für ein Idiot? Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich hätte nicht auf ihn hören sollen. Hilfe! Frontier! Ich werde angegriffen! Wenn Sie weiteratmen wollen, sollten Sie still sein. Sie haben nur eine Chance, hier rauszukommen. Und die bin ich. Sie machen wohl Witze! Frontier will Sie töten. Meinen Sie, man hätte Sie aus Versehen allein gelassen? Aber ich komme ins Gefängnis. Entweder das oder in die Hölle. Wenn Sie leben wollen, bleiben Sie bei mir. Sie haben eins der Gemälde verloren. Dieses Kunstwerk ist unersetzlich. Das lasse ich nicht zurück. Kumpel, jetzt ist keine Zeit für eine Restaurierung. Wenn Sie das Gemälde finden, komme ich mit Ihnen. Na gut, warten Sie hier. Ein bisschen restaurieren und es ist so gut wie neu. Ich sehe, Sie haben eins der Gemälde gerettet. Ist es nicht schön? Reizend. Bewegung, Arschloch. Hey, Sie haben nicht zufälligerweise einen Schlüssel zu dieser Tür? Doch. Moment mal. Wo geht's hier hin? Zum Fluss, durch die Hochwasserröhren. Versuchen Sie keine Tricks, Laben. Ich kann nämlich einer Fliege in 0,nix das Auge rausschießen. Was? Vergessen Sie's. Ja, ich bin sicher, Sie sind völlig unschuldig. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Ich wäre nicht an Ihrer Stelle. Wir machen alle Fehler. Na klar, wie morgens aus dem Bett aufstehen. Ich hab es nur für die Kunst getan. Komisch, ich mach das für Geld. Und jetzt Schnauze! Ich kann überhaupt nichts sehen. Es ist hoffnungslos. Johnson, bist du das? Ich gehe nicht darüber, solange das Wasser runterkommt. Langsam tut's mir leid, dass ich Sie mitgenommen habe. Warten Sie, ich schalte es ab. Okay, jetzt sind Sie dran. Da gehe ich nicht drüber. Ich will noch nicht sterben. Wollen Sie lieber auf Frontiers Männer warten? Okay, springen Sie jetzt. Wir verschwenden nur Zeit. Machen Sie mir etwas Platz. Irgendetwas sagt mir, Sie hätten das nicht tun sollen. Ein Mädchen. Wir übernehmen von Laben jetzt. Achte auf seinen europäischen Charme. Du weißt doch, ich habe nur Augen für dich, Dad. Wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, sagen Sie ihr alles, was wir wissen müssen. Hände weg von mir! Gewöhnen Sie sich dran. Der nächste Typ, der Sie umarmt, ist Ihr 300 Pfund schwerer Zellengenosse. Gute Polizeiarbeit, Dad. Danke. Ich sehe dich dann später. Jetzt muss ich unter die Dusche. Das wollte ich nicht so deutlich sagen. Wir sehen uns auf dem Revier. Hier ist es zu still. Die Ruhe vor dem Sturm. Schaltet die Cops aus, sofort! Reißt ihn in Stücke, Jungs! Wer sind diese Typen? Sie sind schwer bewaffnet. Wir sind in der Unterzahl. Geht in Deckung! Ich hasse es, wenn ich recht habe. Haltet die Augen offen. Schießt auf alles, was sich bewegt. Sichert den Bereich.
Wir treffen uns dann an der Rückseite des Gebäudes. Sir. Wir wissen, dass du hier bist, McLean. Hast du Angst? Ich sehe ihn nicht. Schaut unter den Autos nach. Zeig dich, du Hurensohn. Bist du sicher, dass er hier ist? Er kann nicht weit sein. Sucht weiter. Es ist McLean. Schalt ihn aus. Was haben wir denn hier? Du bist erledigt, Arschloch. Warten Sie! Bitte tun Sie mir nicht weh! Ich bin nur ein Wachmann! Schnauze, oder du erlebst das Feuerwerk nicht mehr. Was ist hier los? Du bist tot. Danke, Mann. Diese Typen sind verrückt. Schon gut. Wie viele sind es denn? Zu viele. Das ist eine ganze Armee. Alles ist mit Sprengstoff versehen. Überall sind Minen. Nehmen Sie meine Schlüssel zur Waffenkammer. Sie werden alle Hilfe brauchen, die Sie kriegen können. Was zum Teufel? Was hat Gruber vor? Ich vermute, dieser von Laben hat was damit zu tun. Der Typ, den wir vorhin erwischt haben. Hey, Mann! Der Schalter öffnet die Garagentüren nach Süden. Danke. Die können doch nicht das ganze Gebäude übernehmen, oder? Ich hätte gern mal einen normalen Arbeitstag. Bisschen Archivkram, Kaffee und Donuts, keine Waffen, keine Bomben und kein Ärger. Ich hab die Nase voll von diesen Typen. Abgeschlossen. Stirb! John McLean. Ich nehme nicht an, dass Sie sich ergeben wollen. Gruber. Egal, dann müssen wir Sie eben da töten, wo Sie jetzt sind. Oh, Scheiße! Sie wollen sich verstecken, Cowboy. Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Akzeptieren Sie Ihr Schicksal, McLean. Weiter! Nagel Sie weiter weg! Ich hoffe, du bist versichert. Lauf, Bulle, lauf! Was will Front hier eigentlich mit von Laben? Wir hätten ihn in der U-Bahn ummieten sollen. Volltreffer! Egal. Tja, anscheinend hat von Laben noch Informationen, die Gruber braucht. Ich würde ihn sofort umbringen. Wenn ich da unten wäre, würde ich von Labens Kopf wegblasen. Du bist ja krank, Mann. Stimmt. Ich habe den Job bestimmt nicht, weil ich so gut aussehe. McLean! Du bist ein sehr kranker Mann. Unheilbar. Es ist ein Kriegsgebiet. Nitric, Sprengstoffexperte. Sieht aus, als wäre er der Partyhit. John, Gott sei Dank, Sie sind's. Wie geht's denn? Ging mir schon mal besser, aber ich schaffe es. Wir haben sich in das Computersystem gehackt. Die Kommunikation ist ausgefallen. Wir können keine Verstärkung rufen. Okay, durchhalten. Ich versuche, die Computer online zu bekommen. Und wie? Weiß ich noch nicht, aber ich denke mir was aus. Aber bitte schnell, wir haben nicht viel Zeit. Ich schaffe es schon. Gehen Sie. Je schneller Sie die Kommunikation online bringen, desto schneller kann ich einen Arzt rufen. Aber bitte schnell, wir haben nicht viel Zeit. Wo ist von Laden? Weiß ich nicht. Die lassen Reporter nicht einfach frei im Polizeidepartement rumlaufen. Thornburg. Wo Ärger ist,
Sie geben mir keinen Grund, sie am Leben zu lassen. Er weiß doch nichts. Erschieß ihn einfach. Nein, warten Sie. Ich bin ein unabhängiger Reporter. Ich wollte hier eine Exklusivstory machen. Ich meine, es passiert nicht jeden Tag, dass der Kurator des Townsend Museums in Verbindung mit einem großen Kunstraub verhaftet wird. Mir wurde gesagt, dass ich ein Interview bekomme, wenn das Verhör vorbei ist. Soweit ich weiß, ist er immer noch unten und wird befragt. Er lügt! Er war beim Townsend! Er weiß, wo von Laben ist. Wie Sie wollen, Thornburg. Dann werden Sie jetzt selbst Schlagzeilen... Waffen fallen lassen! McLean. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, Sie zu sehen. Macht, was er sagt! Damit kommen Sie nicht durch! Sie können nicht gewinnen. Gruber, es ist vorbei. Eine Überraschung für Sie. Danke, danke, danke. Wie kann ich das je wieder gut machen? Sie könnten mir aus den Augen gehen. Was zum Teufel machen Sie überhaupt hier? Ich versuche, ein Interview mit von Laben zu bekommen. Natürlich exklusiv. Sagen Sie mir alles, was Sie wissen. Und wenn Sie mich verarschen, bringe ich Sie um. Ich habe Sie darüber sprechen hören, dass beide Haupteingänge mit Sprengstoff verdrahtet sind. Wenn jemand versucht, von außen reinzukommen... Boom! Wir müssen Sie entschärfen. Aber das wird etwas dauern. Thornburg, nicht bewegen. Ich kümmere mich darum. McLean, erwarten Sie wirklich, dass ich hier sitze und warte, bis ich von einem Söldner getötet werde? Wollen Sie lieber von Gruber erwischt werden? Schön dableiben. Na gut, Sie Held. Ich wollte schon immer ein Special über Sie machen. Wie wär's damit? Reden Sie mit meinem Agenten. Warum belästigen Sie mich dauernd? Sie sind bereit für das Interview? Ich kriege meine Story. Ich krieg sie immer. Stirb langsam! Warum stirbt dieser Typ nicht einfach? Näherungsmine! Wie fühlt es sich an, wenn man selbst mal Prügel bezieht? Das ist die Rache für meinen Bruder. Los, gleich nochmal! Wenn du dich verdammt mit einem anlegst, legst du dich mit uns allen an, Scheißkerl! Härter, schlag ihn härter! Jetzt bist du nicht mehr so mutig, Captain! Damit kommt ihr nicht durch. Aber das tun wir doch schon. Sind wir es bereits? Ach, mach ein Ende. Bring ihn einfach um. Sprich dein letztes Gebet, Captain. Captain, sprich mit mir. Ich lebe noch. Ich bin zäher als diese Idioten. Bist du sicher? Was war das für ein Geräusch? Wir bekommen mehr Besuch. Alles klar. Bist du okay, Cowboy? Ja, aber wo die herkamen, sind noch mehr. Die haben das Revier überrannt. John, wir müssen die Kommunikationscomputer wieder online bekommen, oder es ist aus. Meine technischen Fähigkeiten sind etwas überholt. Ich kann nicht mal meinen Videorekorder programmieren. Ja, so ähnlich geht's mir auch. Aber wir brauchen jemanden, der sie reparieren kann. Warte mal, da ist doch dieser Dowd. Wir haben ihn heute Morgen verhaftet. Er soll sich in die Lohnabrechnung in seiner Firma gehackt haben. Dieser Kerl scheint ein Talent für Computer zu haben. Okay, vielleicht kann sich Mr. Dowd ja eine Begnadigung verdienen. Er ist unten in den Arrestzellen. Los geht's! Ah! Wow, sieht aus, als wärst du doch nicht so zäh, wie du dachtest. Schätze nicht! Verdammt! Ich bin schon okay. Los jetzt! Diesmal nicht, du wartest hier. Nach den vielen Donuts würdest du mich nur ausbremsen. Sorry, Cowboy. Ich behalte den Haupteingang im Auge. Und lass nur Dowd frei. In den Zellen sitzen ein paar echte Irre. Kein Problem. Ich rieche Speck. Hey, ist das nicht dein Bruder? Ja, er hat seinen Spaß in Mexiko. Gutes Bild. Wo ist der Schlüssel für diese Tür? Wenn ich den Schlüssel hätte, würde ich das hier nicht tun, oder? Mach mir mal Platz! Oh.
Deine Zeit ist abgelaufen, Bulle. Da haben wir ja ein paar Ratten zum Spielen. Nein, 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 nein! Bitte, nein! Schnauze! Scheiße! Du bekommst nur, was du verdienst. Scheiße! Warum hast du das nicht verhindert, John? Wer hätte das gedacht? Ein lebender Bulle! Sagst du mir jetzt, was ich wissen will? Ich habe alle Zeit der Welt. Nein, davon verstehe ich nichts. Nein, davon verstehe ich nichts. Nicht ganz meine Liga. Ich brauche einen Sprengstoffexperten. Gott sei Dank, sie ist okay. Lucy, was machst du da drin? Dad, bist du das? Gott sei Dank, die haben die Tür vermint. Wenn wir sie öffnen, sind wir Geschichte. Okay, geh von der Tür weg. Geh an das Ende des Raums. Ich schieß das Glas raus. Okay. Bewegung von Laben. Dummes Gör. Gruber bringt uns alle um. Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Klappe und Bewegung. Und etwas mehr Optimismus, ja? Mach's nicht. Kugelsicher. Es muss einen anderen Weg geben. Also, ich versuche jetzt, es mit diesem Stuhl einzuschlagen. Abstand halten! Es hat sich ein bisschen verformt. Versuch in dem Moment auf das Glas zu schießen, in dem ich es mit dem Stuhl treffe. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei! Es hat geklappt! Was man mit Teamarbeit alles erreichen kann. Was ist passiert? Frontier hat auf ihn geschossen und die Abschrift des Verhörs sowie eine Liste der gestohlenen Kunstgegenstände mitgenommen. Hier geht es nicht nur um Kunst. Das ist übersteigerte Rache. Wovon reden Sie da? Gruber hat Pläne für Sie und die ganze Stadt. Warum sollten wir Ihnen trauen? Er ist immer noch Ihr Partner. Wenn ich von seinen wahren Plänen gewusst hätte, hätte ich nicht mitgemacht. Alles, was ich wollte, waren die Bilder. Die Zeit läuft ihnen weg. Dad, wir müssen den Kommunikationscomputer überbrücken und die Sprengladungen entschärfen. Und wir brauchen die Dokumente. Das ist unser Fall. Du hast recht, aber das ist mehr als ein einfacher Kunstraub. Hier sind die Schlüssel zu den Arrestzellen. Ich versuche, von Laben zu helfen. Sobald die Türen offen sind, helfe ich dir, Frontier zu fangen. Ich bin okay, Dad, aber du solltest dich beeilen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk dran, wir brauchen diesen Koffer. Er enthält eine Liste der gestohlenen Bilder und Pläne, was er damit vorhat. Wir dürfen sie nicht damit entkommen lassen. Was ist da draußen los, Mann? Wer ballert denn da rum? Wissen Sie was über Sprengstoff? Ja, ich weiß, wie man vor dem Zeug wegrennt. Hilft das? Ich glaube, in meiner Zelle wäre ich sicherer. Ich glaube, in meiner Zelle wäre ich sicherer. Ich kenne einen geheimen Ausgang. Na los, lass mich raus. Na los, ich kann uns alle rausbringen. Na los schon, Mann. Ich zeig dir, wie man hier ausbricht. Okay, Mann, aber hübsch langsam. Eines Tages werden wir alle frei sein. Hey, mach langsam. Aber es ist genau da vorn. Langsam, habe ich gesagt. Nein, wir müssen rennen. Das ist unser Schicksal. Ah, Sprengstoff. Denk daran, niemand kann sie uns nehmen. Unsere Freiheit. Weißt du etwas über Sprengstoff? Wie den, in den dieses Gebäude eingepackt ist? Das sollte für den Anfang reichen. Sollte ich wohl. Ich habe ihn entwickelt. Ich weiß noch zwei andere Sachen. Erstens gibt es genug Sprengstoff, um das Gebäude zu zerbröseln. Und zweitens bin ich der einzige Kerl hier, der ihn entschärfen kann. Dann musst du Nitric sein. Und Sie sind dieser verrückte Cop John McClane.
Ich dachte, sie würden die ganzen Gebäude hochjagen. Lass mich was klarstellen, Nitric. Wenn diese Bomben hochgehen, gehst du mit drauf. Und das wollen wir doch nicht. Oder etwa doch? Es gefällt mir zwar nicht, aber ich lasse dich jetzt frei, um die Bomben zu entschärfen. Und jede schnelle Bewegung, die du machst, wird deine letzte sein. Mach dir um mich keine Sorgen, Cobb. Heute ist kein guter Tag zum Sterben. Yo, Holmes. Ich kann die Codes nicht bekommen, wenn die Computer offline sind. Ich warte beim Sprengstoff, bis die Systeme wieder laufen. Vertrauen Sie mir. Einen Moment mal. Ohne Computer kann ich nichts tun. Also Tempo, McLean. Also keine Tricks, Nitric. Ich hab dich im Auge. Stecken Sie den Ballermann weg, Mann. Sie machen mich nervös. Komm nicht auf dumme Ideen. Mann, ich bin voll von Ideen. Ich bin sowas wie ein Erfinder. Also keine Tricks, Nitric. Ich hab dich im Auge. Stecken Sie den Ballermann weg, Mann. Sie machen mich nervös. Wie heißt du? Da liegt ein Irrtum vor. Ich sollte nicht hier drinnen sein. Ja, jeder hier ist unschuldig. Ich habe gefragt, wie du heißt. Herbert Dowd. Der Computertyp. Ich schätze ja. Echt, ich wollte diese Dateien gar nicht. Kannst du dich in das Polizeicomputersystem hacken? Das ist illegal. Ich habe jetzt keine Zeit für Moraldiskussionen. Kannst du es oder nicht? Sicher, kein Problem. Lassen Sie mich einfach ran. Herbert, du kannst dir deine Freiheit verdienen. Kannst du nicht schneller laufen? Es sind meine Knie. Mein Arzt sagt, so etwas hätte er noch nie gesehen. Du solltest ein bisschen mehr trainieren. Naja, ich gehe jeden Morgen zu meinem Schreibtisch. Nur noch einen Moment. Tempo, wir haben nicht viel Zeit. Still, ich brauche völlige Ruhe zum Arbeiten. Ich dachte, Genies würden schnell arbeiten. Hey Mann, ich kann auch wieder in die Zelle zurückgehen. Okay, okay, versuch's einfach weiter. Tata, alles fertig. Das war einfach. Sie sollten mehr auf die Sicherheit achten. Worauf wartest du noch? Ich warte drauf, dass sie hinter mir verschwinden. Keine Garantien, das könnte immer noch hochgehen. Gehen Sie auf die andere Seite des Raums, da ist es sicher. Ich warte verdammt drauf, dass sie hinter mir verschwinden. Keine Garantien, das könnte immer noch hochgehen. Gehen Sie auf die andere Seite des Raums, da ist es sicher. Ich behalte dich im Auge. Amigos. John, pass auf! McLean! Oh Jesus, warten Sie! Nichts unternehmen, bevor ich die Kamera bereit habe. John McLean, endlich treffen wir uns. Und seine Tochter. Das ist perfekt. Schnappt sie. Damit kommst du niemals durch, Gruber. Aber das tue ich doch schon. Bringt sie zum Hubschrauber. Lucy! Nur eine kleine Versicherung. Ich lasse nicht zu, dass Frontier ihr wehtut. Noch nicht. Wenn du sie anfasst, bist du ein toter Mann. Hast du gehört? Los jetzt! Ich bin direkt hinter dir, Gruber. Moment mal, McLean. Sie dürften gar nicht hier sein. Ich gehe nicht, bevor ich mein Mädchen wieder habe. Ich habe meine Befehle. Der Captain sagte, wir sollen sie nicht reinlassen. Der Captain sollte mich wirklich besser kennen. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten. Scheiße. Lassen Sie mich jetzt rein? Auf keinen Fall. Mein Job steht auf dem Spiel. Machen Sie das Tor jetzt auf, oder was? Tut mir leid, das geht nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. John, lassen Sie den Captain und die Jungs ihre Arbeit machen. Willkommen bei der Party, Kumpel. Wie lange noch, bis die Luftunterstützung da ist?
Wollen Sie sich nützlich machen? Ja, wir brauchen Sie jetzt, verdammt. Hier sind Verletzte und wir können nicht zu Ihnen. Sprechen Sie mit dem Commander. Er hat hier das Sagen. Er ist um die Ecke. Wollen Sie sich nützlich machen? Wie geht's ihm? Er überlebt, wenn ich die Blutung stoppen kann. Durchhalten, Kumpel. Dafür wird jemand bezahlen. Wie geht's ihm? Er überlebt, wenn ich die Blutung stoppen kann. Durchhalten, Kumpel. Interessiert mich nicht. Ich brauche Luftunterstützung in 5 Minuten, verstanden? Ich brauche einen Ausweis. Hier rüber und die Grenze runter. Achtung, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Wir haben bereits einen Mann verloren. Wo sind der Captain und der Rest vom Team? Die sind weiter vorn, haben anscheinend ein paar von Groovers Leuten gestellt. Wir können aber nicht zu ihnen, solange uns der Scharfschütze festnagelt. Ich kümmere mich um die Scharfschützen. Nehmen Sie diese Schlüsselkarte. Sie öffnet die Tonstudio. Worauf warten Sie noch? Wir haben nicht viel Zeit. Sie versuchen zu fliehen, also Bewegung. Worauf warten Sie noch? Ich glaube, vom 4. Tonstudio aus kommen Sie zu den Büros. Wenn Sie in die Büros kommen, können Sie ihn von hinten überraschen. Wenn Sie ihn ausschalten, machen wir den Rest. Frontiers Leute sind immer noch da, also Vorsicht. Und es sind noch Zivilisten auf dem Studiogelände. Wir müssen uns beeilen, die Zeit ist knapp. Wir verschwenden Zeit, McClane. Sobald Sie den Weg frei gemacht haben, können wir rein. Sind Sie bereit dafür? Wir sind nicht allein. Unbekannte Welten. Mach nochmal das Maul auf und ich füll's dir mit Blei. Sir? Johnston antwortet nicht über Funk. Überprüf das, Will. Und pass auf. Wenn einer von euch auch nur zuckt, ist es das Letzte, was er tut. Was zum... Ende der Vorstellung. Deine Leute sollen die Waffen hinlegen. Ruhig, Jungs. Oh, Scheiße. Leg die Waffen fallen nieder. Fallen lassen. Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben. Captain! Auf die Knie! Ich hab deine Nummer, McClane. Sir. Denk drüber nach. Du kommst hier nicht lebend raus. Danke. John McClane. Ich habe schon viel über Sie gehört. Er scheint als euch sehr beliebt und bekannt. Sie wären überrascht. Eines Tages bringen Sie jemandem viel Geld. Tot oder lebendig. Na und solange du das nicht bist, Arschloch? Die hätten uns getötet, stimmt's? Ja. Ich habe gehört, wie ein paar von denen nach nebenan gegangen sind. Hatten die eine Polizistin bei sich? Das weiß ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Okay, Sie warten lieber hier. Na klar. Hatten die eine Polizistin bei sich? Das weiß ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Hört mal, wie komme ich auf den Balkon in der Nähe des Eingangs? Balkon? Er meint den beim Hauptbüro. Den erreichen Sie von Studio 3 aus. Nehmen Sie meinen Schlüssel, damit kommen Sie ins nächste Studio. Hey, lassen Sie sich nicht ablenken. Diese Typen sind verrückt. Danke für den Hinweis. Es waren mindestens noch 3. Mindestens. Also, was sollen wir jetzt tun? Bleiben Sie hier. Hey, lassen Sie sich nicht ablenken. Diese Typen sind verrückt. Danke für den Hinweis. Nette Klamotten. Ja, das sollte eigentlich mein Durchbruch werden. Dafür ist es noch nicht zu spät.
So angezogen? Ich bin nicht sicher, ob ich das will. Nette Klamotten. Ja, das sollte eigentlich mein Durchbruch werden. Was zum Teufel? Renn, McClane! Eindringling! Ist irgendetwas real in L.A.? Wir sind auch nicht mehr so stabil wie früher. Hast du Angst, Polizei? Komm schon, wir tun dir nichts. Du bist fertig. McClane, sind Sie da? Ja, ich höre. Der Scharfschütze stört nicht mehr, und zwar für den Rest seines Lebens. Verstanden, okay. Wir versuchen einen Angriff vom Abstellplatz aus. Können Sie uns decken? Ja, bewegt euch. Ich habe etwas gehört, auf dem Dach der Maske. Weitere Fußschritte von oben. Da ist einer in der Requisitenabteilung. Da drüben, auf dem Dach. Auf dem Wasserturm. Klar, danke, John. McClane, das sollten Sie sich unbedingt ansehen. Was gibt's Neues? Wir haben die Gemälde entdeckt. Das ist jetzt also eine Aufräumaktion. Nicht ganz. Gruber und Frontier sind noch auf freiem Fuß. Und Sie haben Lucy. Niemand hat sie hier gesehen. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Ich muss ganz sicher sein. Ja, aber denken Sie dran, Sie dürften gar nicht hier sein, McClane. Wenn der Captain das rausfindet, platzt er vor Wut. Hören Sie auf mich und gehen Sie heim. Gehen Sie heim, McClane. Wir kümmern uns schon darum. Es ist das Risiko nicht wert. Nein, die ist mit Sprengstoff versehen. Schlussszene, McClane. Ist mir recht. Ich hätte Holzfäller werden sollen. Er lebt noch. Das traust du dich nicht. Dir stehen 40 Millionen Dollar Hollywood-Talent im Weg. Ich mag ihre Filme eh nicht. Wir müssen hier raus. Alles klar, Leute? Nein, ist es nicht. Gerade hat mir so ein Psycho eine Waffe an den Kopf gehalten und wollte mich umbringen. Hallo, na du hast vielleicht Probleme. Falls du es vergessen hast, er wollte, dass du mich erschießt. Okay, das reicht. Habt ihr gesehen, wo Front hier hingerannt ist? Der große Typ, der ging zur Hintertür raus. Oh, glauben Sie, er kommt zurück? Warten Sie, bis mein Agent davon hört. Dafür wurde ich nicht engagiert. Jemand wird dafür bezahlen. Ich vermute, der Film wird sich verzögern, wo doch der Regisseur erschossen wurde. Ich muss meinen Vertrag nochmal lesen. Ich bin sicher, da gibt es eine Klausel über Bedrohung während der Arbeit. Jemand wird dafür bezahlen. Was sollen wir jetzt tun? Sucht euch einen neuen Regisseur. Und noch was. Wo ist der Studiosicherheitsdienst? Dieses Set sollte nicht öffentlich sein. Jetzt habe ich total meine Rolle verloren. Also, was ist meine Motivation? Heute Nacht kann uns nichts. Wenn ich nur in deinen Armen liege, bis die Sonne aufgeht, es ist mir gleich, wenn wir dann nie wieder miteinander reden. Aber diese Nacht,
Diese Nacht gehört uns. Nein, 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 das ist nicht gut. Diese Nacht. Diese Nacht gehört uns. Uns. Heute Nacht kann uns nichts. Wenn ich nur in deinen Armen liege, bis die Sonne aufgeht. Es ist mir gleich, wenn wir dann nie wieder miteinander reden. Aber diese Nacht gehört uns. Nein, 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 das ist nicht gut. Diese Nacht gehört uns. Uns. Heute Nacht kann uns nichts... Dieser Klotz sieht zu schwach aus. Jemand könnte den Anhänger verlieren. Wenn ich nur in deinen Armen liege, bis die Sonne... Aber diese Nacht... Oh mein Gott, ein Erdbeben! Bitte nicht! Ich werde dafür sorgen, dass Sie lange Zeit im Gefängnis verbringen, Freundchen. Sie werden den Tag noch bedauern, an dem Sie sich mit Jesse Montana angelegt haben. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie wissen ja gar nicht, was diese Beine wert sind. Ich verklage Sie dafür. Holt meinen Anwalt, meinen Stylisten und einen Arzt. Bleiben Sie weg von mir. Mit Vergnügen. Haben Sie mich verstanden? Ich sagte, bleiben Sie weg von mir. Okay, das ist Belästigung. Sie machen es nur noch schlimmer für sich. Nicht, dass Sie noch mehr Ärger bekommen könnten. Holt die Polizei, ich will Sie festnehmen lassen. Wo ist mein Anwalt? Bleiben Sie weg von mir! Shit, John, du kommst zu spät. Dass Fruncher das verpasst hat. Er wollte immer den Cowboy spielen. Mit dir als tollem Vaquero. Ist er okay? Er wird's überleben. John, du hättest nicht hier sein dürfen. Hör mal, Captain, ich kann nicht rumsitzen und auf Nachricht von Lucy warten. Tja, der Anhänger, den du demoliert hast, da war Jesse Montana drin. Ja, wir kennen uns bereits. Sie hat eine Menge Einfluss, John. Die Studioversicherer spielen verrückt und sie fordert eine Anklage wegen Körperverletzung. Ich hasse es, Mann, aber ich muss dich festnehmen, bis das geklärt ist. Gib mir deine Marke und deine Waffe. Captain, komm schon, das meinst du nicht ernst? Ich sagte dir doch, du sollst nicht kommen, McLean. Du bist persönlich involviert. Sieht aus, als könntest du jetzt recht lang Freundschaft mit Nitric schließen. Was ist das für ein Gestank? Was interessiert dich das, McLean? Es interessiert mich nicht. Es ist nur so, dass es nicht besser wird, in diesem Loch eingesperrt zu sein, wenn du es in einen gottverdammten Fischmarkt verwandelst. Thunfisch? Ja, hab jetzt eine echte Schwäche dafür. Eine Schwäche für Pfefferminzbonbons hast du vermutlich nicht. Hey, du bist ja echt witzig. Mal sehen, wie sehr du lachst, wenn Fruncher mich hier rausholt. Tja, glaub mir, Fischjunge, die sind fertig mit dir. Verpiss dich, McLean. Glaubst du echt, die lassen mich hier zusammen mit dir hängen? Auf keinen Fall, Mann. Wenn die kommen, bricht hier die Hölle los. Klar doch. Ich bin sicher, das wird jeden Moment passieren. Hey, McLean, überleg doch mal, Muchacho. Während du hier drinnen verrottest, spiele ich mit deiner Tochter. Hey, McLean. Wie hieß sie doch gleich? Adios, Muchacho! Achtung, hier spricht der Direktor. Das Gefängnis wird belagert. Alle Wachen werden autorisiert, Gewalt einzusetzen, um diese Situation unter Kontrolle zu bringen. Ich wiederhole, alle Officers werden... Was? Wer sind Sie? Ja.
Test! Hey, Test, ist das Ding hier eingeschaltet? Jo, ihr Hunde, hier ist euer neuer Direktor. Hier ist der Motherfucker Sergio. Und jetzt ziehen sich alle Wachen verdammt nochmal lieber zurück, wenn sie den Morgen erleben wollen. Ja, toll, einfach großartig. Was ist nur mit dir los, John? Wie kann derselbe Scheiß immer wieder derselben Person passieren? Sie haben die Zellentüren aufgeschlossen. Jeder, der aus einer Zelle kommt, fängt sich eine Kugel. Wenn ein Mann muss, muss ein Mann. Nicht reden, ich kann sonst nicht mehr. Vergiss ihn, John. Caesars feinster Thunfisch. Hey, hast du gehört? Sie haben Jackman aus seiner Zelle geholt. Anscheinend hat er aus Rasierwasser Bomben gebaut. Der Idiot hatte sie in seiner Matratze versteckt. Bei der Zelleninspektion heute Morgen haben sie sein Bett aufgeschüttelt und 4 sind kaputt gegangen. Er war noch nie besonders schlau. Soviel ich weiß, ist der Mist leicht entflammbar. Wenn jemand so blöd wäre, da drin zu rauchen, fliegt alles in die Luft. Wenn du mir nicht glaubst, sieh doch nach. Halt dir einfach die Nase zu. Was willst du, Mann? Siehst du nicht, dass ich zu tun hab? Was? Bist du ein Perverser oder was? Mach ein Foto, das hält länger. Nimm eine Nase davon, McLean. Was ist denn los? Ich hab so einen Scheiß ewig nicht gesehen. Weißt du, das erinnert mich dran, was in Chino passiert ist. Ich hab gehört, sie haben's diesem Typ echt besorgt. Willst du bei den Blades mitmachen, McLean? Ich stell dich Sergio und Nightrick vor, wenn du willst. Die kriegen was auf die Reihe. Aber ich wollte ihnen nicht begegnen, wenn ich du wär. Willst du bei den Blades mitmachen, McLean? Sie haben 3 Sekunden, in ihre Zellen zu gehen. 1, 2, 3. Ein Gefangener ist frei. Sie haben 3 Sekunden, in ihre Zellen zu gehen. 1, 2, 3. Versuchen Sie das nochmal und ich schieße. Gefangener, gehen Sie in Ihre Zelle zurück. Sie haben 3 Sekunden. Nächstes Mal töte ich Sie. Sie haben 3 Sekunden, in Ihre Zellen zu gehen. Ganz ruhig, Freundchen, ich tue Ihnen nichts. Was machen Sie denn da? Lass den Wachmann los. Lassen Sie ihn los, sofort. Öffnen Sie die Tür. Auf keinen Fall. Gefangener, ich erteile Ihnen einen Befehl. Lassen Sie ihn los und legen Sie sich hin. Ich muss Sie jetzt erstmal hier lassen. Damit kommst du niemals durch. Ganz ruhig, Freundchen, ich tue Ihnen nichts. Was machen Sie denn da? Sorry, aber ich muss jetzt weg. Wenn die Sie sehen, werden Sie erschossen. Zigaretten, die sind aber sehr schlecht für dich. Was ist denn los? Scheiße, worauf starrst du? Guck nicht so verschreckt, McLean. Ist doch nur ein einfacher Gefängnisaufstand. Was sag ich? Du bist kein Idiot. Du weißt schon, was läuft. Was ist denn los? Wie willst du hier rauskommen, McLean? Du musst irgendwie die Haupttüren aufkriegen. Vielleicht wird eine Ablenkung hier drin den Wächter vom Schreibtisch weglocken. Wenn du hier raus willst, musst du dich irgendwo verstecken, sobald er zurückkommt. Wie willst du hier rauskommen, McLean? Mann, ich hatte nur noch 2 Monate und dann bricht dieser Aufstand los. Ich will hier in nichts verwickelt werden. Wenn du irgendwas planst, brauchst du gar nicht mit mir zu reden. Hör mal, Mann, ich mag keinen, der was mit diesem Aufstand zu tun hat. Und dich mag ich auch nicht. Hier drehen sie alle durch. Gott sei Dank sind wir nicht bei den Freaks. Hast du schon mal vorher einen Freak gesehen, McLean? Einer davon sieht wie deine Schwester aus. Hier drehen sie alle durch. Fahr zur Hölle, Schwanzgesicht. Wenn du nach Antworten suchst, mach's woanders.
Was habe ich dir gesagt, Idiot? Ich habe keine Zeit für Typen wie dich, McLean. Ja, McLean, hast du einen Glimmstängel? Hey Mann, ich hab nach einer Lulle gefragt. Hast du eine? Wenn du keine hast, Winnie da drüben raucht. Er ist im Moment nicht da. Vielleicht liegen irgendwo welche rum. Darf ich? Hey Kumpel, brauchst du Feuer? Wär nicht schlecht. Puh, diese Matratze stinkt. Wachen, Wachen, wir haben hier ein Feuer. Komm schon, Mann, lass uns raus. Was zur Hölle ist los? In einer Zelle brennt's. Hol den Feuerlöscher. Das ist eine dumme Idee, John. Haben Sie die Typen gesehen, die von El Segundo hergebracht wurden? Die werden jeden Tag jünger und hässlicher. Was ist mit den Pennern aus Block D? Totaler Abschaum. Das Gebäude ist verdrahtet. Es wird hochgehen. Himmlisch. Ich hab 3 Kinder. Ich brauche... Hey, hey, ich bin's, McLean. Ich bin Polizist, ich will helfen. John McLean? Höchstpersönlich. Ich brauche Hilfe, Vorräte, Medikamente. Ich brauche Hilfe, Vorräte, Medikamente. Ja, nehmen Sie davon. Danke, Mann. Nehmen Sie den, Sie brauchen ihn für den Spind. Danke, Kumpel. Ich bin okay. Retten Sie sich selbst. Ich bin okay. Retten Sie sich selbst. Uhu. Na, das wird gut reinhauen. Jungs, wir müssen uns aufteilen. Wir kommen gerade aus dieser Richtung. Nein, da unten habe ich Wächter gesehen. Mann, wir müssen hier lang. Kommt schon, Leute. Okay, Jungs, lass mich mitkommen, Mann. Lass mich nicht allein. Beeilung. Ich suche mir ein paar Wächter zum Umbringen. Du tötest niemanden mehr. Du bist tot. Komm hier rüber, Mann. Da ist was los. Er will unsere Vorräte! Ja, hab sie zuerst gesehen! Hast wohl gedacht, du bist ein großer Mann! Jetzt bist du nicht mehr so groß! Ha, versuch's! Auch das noch! Da drüben ist noch ein Gefangener! Hey, du dummer Bastard, ich bin auf deiner Seite! Oh, Scheiße! Nicht willkommen mehr. Hör mal, Winnie, ich hab dir noch gesagt, ich hab deine Zigaretten nicht. Du Arsch! Ich hab gesehen, wie du mit McLean geraucht hast, du Stück Scheiße! Hör mal, Winnie, ich hab dir gesagt, ich hab sie nicht. Hast du doch! Ich sag dir, ich hab sie nicht. Du Arsch! Ich hab gesehen, wie du mit McLean geraucht hast, du Stück Scheiße! Hör mal, Winnie, ich hab dir gesagt, ich hab sie nicht. Hast du doch! Ich sag dir, ich hab sie nicht. Du Arsch! Ich hab gesehen, wie du mit McLean geraucht hast, du Sch... Da ist McLean! Er hat's doch! Auf der ersten Base?
Was ist auf der zweiten? Kenne ich nicht auf der dritten. Das frage ich mich. Wer ist auf der ersten Base? Was ist auf der zweiten? Kenne ich nicht auf der dritten. Das frage ich mich. Wer ist auf der ersten... Hey, ich kenne dich. Du bist dieser Cop. Ich hab dich in der Glotze gesehen. Ja, ich bin echt berühmt, Kumpel. Ich war auch berühmt, bis sie mich eingelocht haben. Aber ich bin schlau. Ich komm raus. Ist echt ganz einfach. Einfach nur hoch, runter, hoch, hoch, runter und schon bist du frei. Wer ist auf der ersten Base? Was ist auf der zweiten? Kenne ich nicht auf der dritten. Was hast du gerade gesagt? Wenn du mir nicht zuhörst, dann rede ich auch nicht mit dir. Wer ist auf der Weißt du, wer auf der dritten Base ist? Na klar, wer ist auf der ersten Base, kenne ich nicht auf der dritten. Danke. Wer ist auf der ersten... Also einfach nur runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Was? Nee, jeder weiß doch. Einfach nur hoch, runter, hoch, hoch, runter. Wer ist auf... Gib uns die Drogen und wir bringen dich nicht um. Ich hab doch gesagt, Sergio hat alle mitgenommen. Ihr kommt zu spät. Na los, da müssen noch welche sein. Ich geb dir 5 Sekunden. Bitte, ich sag die Wahrheit. 3, 2, 1. Hey, alles in Ordnung? Ja, ich bin okay. Diese Typen wollten das Morphium, aber Sergio war schneller. War Nitric bei ihm? Ich weiß nicht, aber sie sind alle zur Hinrichtungskammer gegangen. Sie wollen Rache. Wie komme ich dahin? Der schnellste Weg führt am Büro des Gouverneurs vorbei. Wenn die Türen zur Kammer verschlossen sind, können Sie die Nachschlüssel benutzen, die er in seinem Safe hat. Danke. Wollen Sie eine Waffe? Nein, danke. Ich soll Leben retten und nicht auslöschen. Ich bin okay, nur ein bisschen nervös. Ich kann nicht glauben, wie undankbar diese Leute sind. Sie sollten vorsichtig sein. Die Wachen erschießen sie, wenn die sie so angezogen sehen. Oh, meine Schöne. Die Klimaanlagensteuerung. Hm, windig. Ich werde zu alt dafür. Du hättest nicht hier reinkommen sollen, Bullenschwein. Oh, das brauche ich wirklich nicht. Hey, Kumpel, sind Sie okay? Ja, ich danke Ihnen. Oh, shit. Ich dachte, ich wäre mausetot. Sind Sie ein Gefangener? Nur manchmal, Kumpel. John McClane, ich bin Polizist. Danke, John. Hören Sie, ein SWAT-Team wird gleich reingehen. Die schalten Sie aus, ohne lang Fragen zu stellen, wenn Sie so angezogen sind und eine Waffe tragen. Hier, Sie nehmen lieber meine Jacke. Scheiße, lauft! Kaum trägt man Uniform, schon hat jeder Angst vor einem. Du kommst nicht an mir vor. Wir werden Verstärkung brauchen. Sir, Zellenblock A ist gesichert. Sag ihnen, sie sollen die Position halten. John McClane, ich bin Polizist. Ihr habt einen verletzten Kollegen im Speisesaal. Ich kümmere mich drum. Los, überprüft den Speisesaal. Haben Sie einen Typen namens Nitric gesehen? Nee, und ich werde auch nicht nach ihm suchen. Meine Aufgabe ist, die Blocks abzuriegeln und zu sichern. Er hat das Ganze angefangen. Ich werde sie nicht von der Suche abhalten, aber ich kann kein Team hinter einem einzigen Typen herschicken, während hier die Hölle los ist. Wie lange noch, bis die Verstärkung eintrifft? Hören Sie, wenn Sie Nitric finden, können wir alle nach Hause. Sehr witzig, McClane. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss wieder arbeiten. Ich mach keine Witze. Er ist der Hauptgrund für den Aufstand hier. Hören Sie, ich habe hier überall Verletzte. Hier ist totales Chaos. Und zu allem Übel wird auch noch der Gefängnisdirektor vermisst. Die haben den Direktor zur Hinrichtungskammer gebracht. Wir haben zu viele Leute verloren. Ich kann nichts tun, bis Verstärkung kommt. Tja, Schätze, jetzt hängt mal wieder alles an mir. Spielen Sie nicht den Helden, McClane. Das fehlt uns gerade noch, dass Sie auf einen Ein-Mann-Kreuzzug gehen. Hören Sie, wenn Sie Nitric finden, können wir alle nach Hause. Sehr witzig, McClane.
Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss wieder arbeiten. Bravo, Team. Positionen halten. Delta, vorsichtig vorrücken. Ich brauche sofort Verstärkung. Shit, wir haben Gesellschaft. Alles klar. Zeigen wir diesem Hurensohn, wie die Blades das Geschäft betreiben. Oh, du weißt doch, was jetzt kommt. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Blades. Wir sind die Blades. Alles klar. Du weißt, was von Scheiß wir diesem los Hurensohn, wie die Blades das Geschäft betreiben. Ja, du weißt doch, was jetzt alles kommt. Klar. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Blades. Wir sind die Blades. Nicht so ein dämlicher Direktor. Jetzt haben wir ihn. Wie fühlst du dich, Direktor? Oh Mann! Ja, ja, gib's ihm! Zeig mir diesem Hurensohn, wie die Blitz das Geschäft zu treiben. Du weißt, was für ein Scheiß jetzt los ist. Du weißt doch, was jetzt kommt. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Blitz. Wir sind die Blitz. Nicht so ein dämlicher Direktor. Löffel seine eigene Medizin. Nicht so ein dämlicher Direktor. Ja, ja, gib's ihm! Mann, ich brauch Urlaub. Du weißt, was für ein Scheiß jetzt los ist. McLean, wenn Sie nicht gewesen wären. Ja, ja, ja. Wo ist Nitrikin? Er wartet auf dem Dach auf einen Hubschrauber. Folgen Sie mir, Sie können hier hoch. Okay, das Dach ist da oben. Ich bleibe hier. Danke, McLean. Die SWAT-Jungs sind auf dem Weg in diese Richtung. McLean, ich werde sehen, was ich tun kann, um Sie herauszuholen. Danke. Kann ich noch irgendetwas tun, um zu helfen? Nein, bleiben Sie einfach hier. Seien Sie vorsichtig da oben, McLean. Vertrauen Sie mir, ich habe noch nicht vor, meinem Schöpfer zu begegnen. Nicht, bevor diese Typen wieder da sind, wo sie hingehören. Das werde ich nicht vergessen. Sieht aus, als hätte das Gefängnis was bewirkt, John. Nitric! Willst du das jetzt zu Ende bringen? Wo ist Lucy? Die Kunst der Konversation ist tot! Wo ist Lucy? Wo ist Lucy? Holmes ist Thunfisch. Hey, Cowboy! Sieht so aus, als lache ich doch zuletzt. John, du hast deine Zeit abgesessen. Holen wir dich hier raus. Nur einer Spur. Einer Spur? Was für einer Spur? Wahrscheinlich ist es nichts, aber Nitric mochte diesen Thunfisch sehr. Thunfisch? Wovon redest du? Das fehlt mir noch, dass du noch mehr Ärger machst, John. Jesse Montana hat die Anklage fallen lassen, aber du weißt, es ist nicht der erste Schlips, auf den du trittst. Hey, das ist erst vorbei, wenn ich Lucy zurück habe. Sieh mal, Cowboy, ich habe keine Wahl. Wenn du noch einmal aus der Reihe tanzt, zieh ich dich von dem Fall ab. Was hast du zuletzt gesagt? Die Verbindung bricht zusammen. Mach keinen Ärger. Na klar. Irgendetwas zu melden? Alles ruhig, Sir.
Bleib wachsam. Wir hauen hier bald ab. Aye, Sir. Ihr kommt mit mir, Männer. Macht euch bereit! Handgranaten! Komm zu Papa! Siehst du? Wenn du es so hältst, kannst du viel genauer zielen. Okay, gefällt mir. Und jetzt feuern! Guter Schuss. Ich bin dran. Ich bin Bester. Was ist passiert? Keine Ahnung. Gerade habe ich noch Fische ausgenommen. Im nächsten Moment hat mich jemand als Zielscheibe benutzt. Über wie viele Leute reden wir denn? Mann, weiß ich nicht. Sie haben den Laden einfach überrannt. Und dann kamen diese Japaner auf einem Boot. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Sie haben sich ein paar von uns geschnappt, bevor wir was tun konnten. Mann, Sie müssen uns helfen. Ich tue, was ich kann, und Sie verstecken sich. Was für ein Mist. Wer zum Teufel schießt da? Puh, und ich dachte, der Fisch würde übel riechen. Ein neuer Tag, ein neuer Lüftungsschacht. Was haben diese Typen vor? Zack, erzähl's ihm. Eine Ladung ist angekommen. Sie war auf einem Boot und die haben sie bei den Docks gelöscht. Wie komme ich dahin? Der einfachste Weg führt über die Kranbrücke. Mit diesem Schlüssel kommen sie rein. Danke. Der Typ da, der ist tot. Ich hab noch nie eine Leiche gesehen. Mann, mir wird schlecht. Mann, ich würde mich nicht mit diesen Typen anlegen. Die meinen es todernst. Dieser deutsche Typ scheint das Ganze zu leiten. Aber die Soldaten haben ihre Befehle von diesem großen, ekligen Typen mit dem Bürstenschnitt bekommen. Keine Ahnung, was sie vorhaben. Aber ein Blick auf diese Typen reicht und man weiß, dass es nichts Gutes. Mann, ich würde mich nicht mit diesen Typen anlegen. Die meinen es todernst. Gruber, Sie haben es wieder geschafft. Diese Bilder übertreffen meine Sammlung aus dem Louvre-Einbruch bei weitem. Ich hoffe, Sie sind mit der RDX-5 als Belohnung zufrieden. Ich denke schon. Haben Sie schon mal so eine gestartet? Gruber, behandeln Sie sie mit Respekt. Sie sollten nicht näher als 5 Blocks an dem Ding dran sein, wenn es losgeht. Aber natürlich, es ist mein Baby und ich habe ganz besondere Pläne dafür. Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ah, genau rechtzeitig, um Sumi Kasaba zu treffen. Sumi, darf ich Ihnen meine Partnerin Marlin vorstellen? Marlin und ich kennen uns schon lange. Wir haben etwas, das man eine besondere Beziehung nennen könnte. Hatten eine besondere Beziehung. Jetzt ist es rein geschäftlich. Genau. Ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Sumi. Oh, eine RDX-5. Marlin verbrachte viel Zeit in Russland. Sie war an allen möglichen Spezialeinsätzen beteiligt. Sie kennt sich mit großen Kanonen gut aus. Gutes Auge. Sie ist tatsächlich aus Russland. Eine schöne Rakete. Ich kenne das Modell. Sie hat etwas Schönes an sich. Stimmt's? Hi, stimmt. Die Zeit ist knapp. Du musst abgetrocknet werden. Bitte, Mann, bitte! Riecht es hier verbrannt? Hey, Mann, warum machen Sie das? Weil du ohne Augenbrauen besser aussiehst. Boah, da geht einem noch recht ein Licht auf. Danke, danke. Warum wollte er das tun?
Sind Sie okay? Ich bin okay. Die haben eine Rakete. Ja, ich hab's gesehen. Sie suchen sich lieber ein sicheres Versteck. Ich muss diese Rakete holen. Die bringen Sie um. Erst müssen Sie mich erwischen. Passen Sie auf sich auf, Mann. Hier wimmelt's nur so vor bösen Jungs. Pass auf, wo du hingehst, Arschloch. Mach ihn fertig. Es ist vorbei. Ja, für dich. Brunchtime. Na, macht's Spaß da unten? Gebt ihr Typen denn nie auf? Rudy, irgendetwas zu melden? Nichts! Alles okay! Ja, nett und friedlich. Männer, heute ist ein großer Tag in der Geschichte unserer Miliz. Bald lernt dieser Staat die wahre Bedeutung von Macht kennen. Dann werden sie auf Händen und Knien angekrochen kommen und uns winselnd um Gnade bitten. Ja, sie werden uns fürchten. Heute, Männer, bekommen wir endlich den Respekt, den wir verdienen. Hey, da ist McLean! Asbesthandschuhe, die könnten nützlich sein. Wie komme ich darüber? Das schaffst du nicht, John. Ein kleines Leck. Mach voll, Baby. Schlaf bei den Fischen! Hey, Kumpel, können Sie mich hören? Ja. Ich bin okay. Halten Sie durch, ich hol Hilfe. Ich gehe nirgendwo hin. Können Sie sich nicht etwas beeilen? Ich weiß zu schätzen, was Sie getan haben und so. Aber Sie könnten sich beeilen und mich hier rausholen. Hier ist es echt gemütlich und so. Aber ehrlich gesagt, wäre ich lieber da draußen bei Ihnen. Können Sie sich nicht etwas beeilen? Das Ding ist festgefroren. Eindringling! Warte, fertig! Sayonara, Kumpel. Sie haben von der anderen Seite abgeschlossen. Nichts kann dich mehr aufhalten, John. Da ist er! Für die Ehre! Wirklich nicht meine Schuld. Gib auf, McLean. Du willst doch nicht noch mehr Opfer, oder? Alles klar, Leute? Jetzt schon. Die haben eine Rakete mitgebracht. Wo ist sie? Im nächsten Lagerhaus. Wir können sie mit dem Kran ins Lagerhaus bringen. Okay, Jungs, geht voraus. Sobald ihr mich ins Lagerhaus gebracht habt, solltet ihr die Cops rufen. Fragt nach dem Captain. Erzählt ihm, was passiert ist. Viel Glück, Mann. Wollen Sie sich nicht bewegen? Viel Glück, Mann. Wollen Sie sich nicht bewegen? Können Sie auf diese Kiste klettern? Sobald Sie auf dem Container sind, kann ich Sie hochheben. Sie kommen dann durch das Fenster da rein. Huber sagt, dass wir gleich abhauen. Aber McLean ist noch irgendwo da draußen. Zieh deine Männer zurück, wir gehen. Ich muss in diesen Laster kommen, ohne gesehen zu werden. Es ist McLean. Und schon, was machst du bloß? Willkommen. Wir haben aufsehenerregende Neuigkeiten zum Townsend-Kunstraub. Heute Abend konnte das Century City Police Department die restlichen unbezahlbaren Gemälde bei einem beeindruckenden Einsatz in den Docks sicherstellen. Anscheinend waren die Gemälde auf dem Weg in das Land der aufgehenden Sonne. Obwohl diese Nachricht eine große Erleichterung für die Kunstliebhaber dieser Stadt ist, konnten wir nur kurz aufatmen, denn die Situation nahm eine dramatische Wendung. Pete Gruber, der Sohn des Irrenverbrechers Jack Gruber, hat 1 Milliarde Dollar von der Stadt gefordert.
Wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden, hat Gruber gedroht, den internationalen Flughafen von L.A. mit hochexplosiven Sprengsätzen zu zerstören. Zu diesem Zeitpunkt hat die Erhaltung von Leben oberste Priorität für das Police Department und das FBI. Wir werden natürlich auf HEN fortlaufend weiter von diesen Ereignissen berichten. Schalten Sie also nicht um. Und jetzt ein Wort von unserem Sponsor. Jubilee Bright Zahnpasta. Weil minzfrischer Atem einfach besser ist. Schön leise sein, John. Hört sich an, als hätte ich Gesellschaft. 1, 2, 3. Noch 3 Kisten. Wir erwarten noch ein paar mehr. Kann jemand checken, ob wir noch eine weitere Lieferung bekommen? Ruft mich zurück, wenn die nächste Lieferung bestätigt wird. Nicht auf, du musst einen anderen Weg finden, John. Oh! Lucy, bist du das? Hilfe! Ich bin hier drin! Halt euch, ich komme! Oh! Haltet die Augen offen! McLean wird bald hier sein! Wir müssen ihn ein für alle Mal ausschalten! Denk dran, komm Lucy nicht zu nah! Keine Sorge, ich bin vorsichtig! Ich brauch den Code für dieses Schloss. Nein! Oh, Gott sei Dank, das war nicht Lucy. Hilfe! Ich bin... Frontier, dich krieg ich. Er wird bald hier sein. Überraschen wir ihn. Überrascht? Er ist hier! Kannst du das leiser machen? Was? Der Song ist doch geil! Es ist McLean! Er ist da oben! Auf dem Balkon! Nicht auf den Treibstoff! Siehst du, dadurch wird die Tür zugehalten. Hast du das Kabel angeschlossen? Yeah, hast du kapiert? Niemand kommt hier durch. Nett! Da drüben ist noch ein Fass! Vorsicht mit dem Treibstoff! Er ist leicht entzündbar! Deine Zeit ist abgelaufen, McLean. Verdammt, John, sei vorsichtiger! Überwältigend! Wir müssen die zum Startbereich bringen! Jack, wirf den Gabelstapler an. Wir müssen dieses Treibstofffass runterbringen. Ein bescheuerter Lagerplatz, wenn du mich fragst. Ich hab's nicht hier hochgeschafft. Hört auf zu reden und geht an die Arbeit. Ich kann das nicht bewegen. Du brauchst eine Pause. Hey, verpiss dich, McLean! Oh, nur die Ruhe. Auf den Boden mit dir, Arschloch! Er ist auf dem Dach! Überraschung! Vorsicht, John, wenn du abrutschst, müssen sie dich mit einer Schaufel einsammeln. Sieht aus, als wäre da oben ein Ausgang.
Denk dran, die Fässer hochzujagen, John. Wie gerate ich bloß immer in diese Scheiße? Oh ja, Mistkerl, jetzt hab ich dich! Na, großartig. Kein Ausweg mehr. Diese Dinger jagen mir Angst ein. Ich mag sie nicht. Ich weiß, was du meinst. Ist der Rest des Teams schon da? Sie sind in Position. Gut. Bringen wir es zu Ende. Er kommt durch! Du bist ein verdammter Kassier. Da ist er! Strengt euch an! Wir müssen diese Dinger wegbringen! Ich zieh ja schon! Herrengesellschaft. Ihr müsst euch besser treffen. Sorry, Jungs. Ist alles soweit? Ja, alles vorbereitet. Warum geht's nicht weiter? Wir haben nicht genug Treibstoff. Und wer wird das Frontier sagen? Ich nicht. Also ich finde, du solltest es ihm sagen. Auf keinen Fall. Mach du's doch. Nee, du sagst es ihm. Nee, du sagst es ihm. Du Feigling, sag's ihm einfach. Nee, von mir erfährt er das nicht. Also ich finde, du solltest es ihm sagen. Auf keinen Fall. Mach du's doch. Nee, du sagst es ihm. Nee, du sagst es ihm. Du Feigling, sag's ihm einfach. Nee, von mir erfährt er das nicht. Also ich finde, du solltest es ihm sagen. Auf keinen Fall. Mach du's doch. Nee, du sagst es ihm. Nee, du sagst es ihm. Du Feigling, sag's ihm einfach. Nee, von mir erfährt er das nicht. Also ich finde, du solltest es ihm sagen. Auf keinen Fall. Mach du's doch. Nee, du sagst es ihm. Nee, du sagst es ihm. Du Feigling, sag's ihm einfach. Nee, von mir erfährt er das nicht. Also ich finde, du solltest es ihm... Waffen fallen lassen. Es ist vorbei. Mach dich nicht lächerlich, McLean. Ich sag es dir nicht nochmal. Es ist zu spät. Das Lösegeld wurde bezahlt und jetzt hole ich es ab. Wenn du auch nur atmest, stanze ich dich mit Löchern voll. Das glaube ich nicht. Nicht solange wir dein kleines Mädchen haben. Sieh's ein. Es ist vorbei. Du bist am Ende. Du und Gruber. Gruber? Wen interessiert schon Gruber? Wirklich, McLean, du siehst mal wieder nicht über den Tellerrand. Marlin, kümmere dich um unseren Gast, während ich weg bin. Ich komme mit dem Geld zurück. Gerne. Er freut mich zu sehen? Nicht wirklich. Überraschung. Wo ist Lucy? Gruber passt gut auf sie auf. Fang mich, wenn du kannst. Lady, ich bin seit dem Abschlussball keinem Rock mehr hinterhergerannt. Hey, alter Mann. Das ist doch nur ein kleiner Sprung bis hier oben. Du kommst zu spät. Lucy hat keine Chance. Gruber bekommt seine Rache. Wo ist sie? Er hat sie dahin gebracht, wo du seinen Vater getötet hast. Nakatomi Plaza? Er meinte, das hätte eine bestimmte Poesie. Captain! John, du bist okay. Wir hatten schon Angst, du wärst hier draufgegangen. Ja, mir geht's gut. Und ich habe gute Nachrichten. Was denn? Bringst du mir Donuts mit? Fast. Hör zu, die Rakete wird nirgendwo hinfliegen, sie ist deaktiviert. Alles klar, Cowboy, hast du gut gemacht. Und ein gutes Timing. Der Gouverneur wollte schon meinen Arsch. Ich muss die Geldübergabe stoppen. Warte, häng nicht auf. Du musst sie hinhalten. Gruber weiß es vielleicht noch nicht. Und er hat Lucy. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Alles klar, Cowboy. Ich kümmere mich drum.
Wir tun unser Bestes, um ihn hinzuhalten. Beweg deinen Hintern hierher. Der Deal gilt nicht mehr, Herr Gruber. McLean hat die Rakete sabotiert. Was? Nein! Wieso gibt der Kerl nicht den verdammten Löffel ab? Keine Ahnung. Aber wenn du einen Ersatzplan hast, sollten wir ihn jetzt aktivieren. Ich komme rüber. Lucy lebt noch. Gruber hat sie vor ein paar Minuten mit reingenommen. Seither haben wir nichts von ihm gehört. Wie viel Unterstützung hat Gruber? Viel. Wir haben vor 10 Minuten ein SWAT-Team reingeschickt und dann den Kontakt verloren. Ich habe ein weiteres Team, das reingehen soll. John, du kennst dich hier besser aus als der Architekt. Machst du den Anführer? Alles klar. Worauf wartest du noch? Wie viel Unterstützung hat Gruber? Viel. Wir haben vor 10 Minuten ein SWAT-Team reingeschickt und dann den Kontakt verloren. Ich habe ein weiteres Team, das angehen soll. John, du kennst dich hier besser aus als der Architekt. Machst du den Anführer? Wir gehen rein. Wachbereich gesichert. Nähern uns den Fahrstühlen. Keine Anzeichen von Ärger. Das ist eine Falle! Das ist ein Hinterhalt! Was zur Hölle ist da denn los? Du brauchst ein weiteres SWAT-Team. Grubers Männer haben uns erwartet. Bleib da, John. Wir schneiden uns durch die Türen. Ich stehe hier nicht rum, während er immer noch Lucy hat. Ich gehe rein. Verdammt, John! Ihr werdet beide getötet. Warte auf die Verstärkung. Kann ich nicht, Captain. Tut mir leid. McLean, du bist ein dickköpfiges Arschloch, weißt du das? Wir konnten einen der Expressaufzüge wieder in Betrieb nehmen. Benutz ihn. Aber lass dich nicht umbringen. Die Beobachter sagen, Lucy ist im 31. Stock. John, sei vorsichtig. Du kennst mich doch. Ich bin immer vorsichtig. Willkommen im 22. Stockwerk. Sprich mit mir, Captain. Der Aufzug hat gerade im 22. Stock angehalten. Was ist los? Ich höre, John. Der Aufzug wurde nicht von hier unten angehalten. Gruber muss ihn wieder unter Kontrolle gebracht haben. Na, großartig. Ah, John McLean. Ich hab Sie schon erwartet. Ich bin sicher, Sie werden die Ironie meiner Ortswahl schätzen. Dass alles hier endet, wo es vor vielen Jahren begann, macht es noch befriedigender. Diesmal ist es Ihre Tochter, die, wie ich, dem Tod Ihres Vaters zusehen muss. Aber diesmal müssen Sie sterben. Sorry, Gruber. Ich habe aber noch nicht vor zu sterben. McLean, Sie sind ein ziemlich enervierender Mann und sehr schwer zu töten. Aber diesmal wird es für Sie wohl keinen Ausweg geben. Es gibt keine Flucht in letzter Minute. Ich wollte Ihnen eigentlich die Gelegenheit geben, sich von Ihrer Tochter zu verabschieden. Aber was soll's. Sie wird Ihnen ohnehin bald Gesellschaft leisten. Gruber! Ich werde dich umbringen, wie ich deinen miesen Vater umgebracht habe! Auf Wiedersehen, Officer John McLean. Sie haben noch 15 Sekunden zu leben, McLean. Tick-Tack, Tick-Tack, Cowboy. Wie haben Sie so schön gesagt? Yippee-yay, Schweinebacke. Denk nach, John, denk! John, was ist da los? Das Gebäude wird einen neuen Anstrich und jede Menge neuer Scheiben brauchen. Hey, diesmal war es nicht meine Schuld. Gruber hat Sprengstoff hochgejagt. Schick keine weiteren SWAT-Leute herein, bis ich es dir sage. Es ist zu gefährlich. Okay, Sie bleiben in Bereitschaft. Ich sag Bescheid, wenn ich mehr weiß. Sonderzustellung. Gruber, er ist hier. Willkommen im 23. Stockwerk. Willkommen im 24. Stockwerk. C4. Man kann dasselbe Gebäude doch nicht zweimal in die Luft jagen, John, oder? Willkommen im 25. Stockwerk. Was zur Hölle ist das? Ein Präzisionssturmgewehr? Gute Nacht, Alter.
stirb, du Scheiße! Jemand sollte einen Techniker rufen. Das könnte gefährlich sein. Ein bisschen Wasser hat noch niemandem geschadet. Gottverdammt, gib mir einen Bericht sofort. Hey, ein bisschen Geduld. Ich werde es dir noch früh genug persönlich erklären. Ist das der Cowboy? Ist das der Cowboy? Ja, und ich komme, um in deinen Arsch zu treten. Hey, Jim, halt die Augen offen. Verstanden. Er ist hier. Oh, verdammt. Alles klar. Du bist erledigt. Du bist erledigt, Schwanzgesicht. Es ist zu still, John. Erwarte das Unerwartete. Dad, Vorsicht! Lucy! Halt durch, Liebling, ich hol dich da raus. Wenn ich mich bewege, sterben wir alle. Wie deaktiviere ich dieses Ding? Ich habe gesehen, wie Gruber einem seiner Affen den Deaktivierungscode gab. Ich vermute, sie werden ihn mir nicht geben, wenn ich nett danach frage. Schieß zuerst und frag dann. Der Timer wurde ausgelöst. Alles klar, bleib ruhig. Hier ist er. Alles okay, es ist vorbei. Noch nicht, Dad. Wo ist Gruber? Er ist auf dem Dach. Komm mit! Okay, was auch immer da oben passiert. Ich will nicht, dass du dich in Gefahr bringst. Das ist etwas Persönliches zwischen mir und Gruber. Ja, und jetzt betrifft es auch mich. Bist du bereit dafür? Du gehst vor. Nach dir. Lucy, ich will, dass du hier bleibst. Das ist etwas zwischen mir und Gruber. Dad, dafür wurde ich ausgebildet. Ich bin nicht mehr dein kleines Mädchen. Lucy, du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Tu mir den Gefallen und warte hier. Okay, aber ich bin bereit einzugreifen. Bleib genau da stehen, McLean. Komm näher und ich blase deine Tochter in die Ewigkeit. Na, na, na. Wenn das nicht Pete Gruber persönlich ist. Das war's also, Gruber. Mach schon, schieß doch. Du willst doch mich. Wenn du eine Rechnung begleichen willst, begleiche sie jetzt. McLean, es ging nie um Rache. Mein Vater hat während meiner ganzen Kindheit kaum zwei Worte zu mir gesagt. Du hast mir einen Gefallen getan, als du ihn umgebracht hast. Hier geht es um Geld, McLean. Das Geld, das du jetzt für mich holen wirst. Wir wissen beide, dass ich das nicht tun kann. Sieh es ein, du bist am Ende, Gruber. Es ist vorbei. Ich hab dich gewarnt, McLean. Jetzt zahlst du mit dem Leben deiner Tochter. Nein. Nein, 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 nein! Stirb! Warum stirbst du nicht einfach? Ah. Frontier, du gottverdammter Feigling! Komm zurück und hilf mir! Nimm's nicht persönlich, Gruber, aber das war mal fällig. Narr! Yippie-yay-yay! Schweinebacke. Das ist mein Mädchen. Danke, McLean. Sie haben mir viel Ärger erspart. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt so sang- und klanglos verlasse, aber ich muss zu einer Premiere. Das ist eine dumme Idee, John. Wow, das ist wirklich eine dumme Idee. Chief, hier ist Lucy. Gruber ist tot und seine Männer sind ausgeschaltet. Hab verstanden, Mann. Ihr zwei habt ja vielleicht ein Chaos angerichtet. Kommt runter. Ich will dich und John in 5 Minuten sehen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Guten Abend, hier ist Dick Thornburg. Ich berichte live vom Holmes Observatorium hoch in den Hügeln von Hollywood. Wir sind auf der Party der heutigen Premiere von Galaxy Thief 3. Greg Castle und seine Familie sind eben angekommen. Sie sehen zufrieden aus, denn der Film wurde positiv aufgenommen. Ja, Leute, die A-Besetzung von Hollywood hat sich in dieser wundervollen Sternennacht hier in L.A. versammelt. Ehrlich gesagt, wer nicht hier ist, ist ein Niemand.
Bleiben Sie also bei uns auf HEN. In wenigen Augenblicken blickt Greg Castle höchstpersönlich in die Kamera. Was macht Frontier hier? Greg, darf ich Sie Greg nennen? Natürlich. Was können Sie uns über Galaxy Thief 3 sagen? Sie werden den Film lieben. Jede Menge Kämpfe, Aliens und viel Humor. Sogar ein bisschen Romantik. Dieser Film setzt neue Maßstäbe im Weltraum-Söldner-Komödien-Genre. Reden wir jetzt einen Moment über Sie. Was war das? Oh nein! Ich hoffe, du bist auf der Gästeliste, John. Minen! Pass auf die Minen auf, John. Vorsicht mit den Minen! Das soll doch ein Witz sein. Das ist ein Scherz. Kein Durchgang. Kein Durchgang. Wow, du bist ein echter Partystürmer, Kumpel. Diese Raketenwerfer sind ferngesteuert. Ich muss sie ausschalten. Okay, John, du kannst auch ein paar ferngesteuerte Raketenwerfer ausschalten, oder? Mach den fertig. Ein normaler Schaltkreisunterbrecher. Wenn ich mich nur daran erinnern könnte, wie man so ein Ding benutzt. Ich brauche Schlüssel, um hier aufzuschließen. Was ist passiert? Frontiers Männer haben alles überrannt. Die haben das Gebäude mit Sprengstoff verdrahtet. Sieht aus, als wollte er jeden umbringen. Wie viel Sprengstoff? Sie hatten 5. Sie müssen sie entschärfen. Hier, nehmen Sie meine Sicherheitsschlüssel. Tun Sie, was Sie können. Danke. Sagen Sie, tragt der Jungs Polizeifunkgeräte? Ja. Nehmen Sie's. Ich brauch's nicht mehr. Da, wo ich hingehe. Captain, hier ist John. Bitte kommen. John, wo zum Teufel bist du? Ich bin beim Holmes-Observatorium. Und unser alter Freund Frontier ist mit seiner Armee hier aufgetaucht. Wir haben hier ein Szenario mit mehreren Geiseln und die Typen haben das Gebäude zur Sprengung vorbereitet. Okay, bleib einfach da. Wir sind auf dem Weg. Keine Zeit, Captain. Wir verstärken ihre Position. Es könnte alles vorbei sein, bis ihr hier seid. Ich muss versuchen, in dieses Gebäude zu kommen. Hey, bleib einfach ruhig und warte auf Verstärkung. Hörst du mich, McLean? McLean! McLean! Sorry, alter Freund, aber ich gehe rein. Ja, das ist definitiv eine Bombe. Das Teleskop hat wieder Saft und die Raketen sind jetzt offline. Jetzt muss ich in das Gebäude kommen. Vorsicht, John, du willst sie doch nicht auslösen. Sie sind's! Ich hätte wissen müssen, dass Sie mit drin stecken. Los, runter, Lady! Sie ist nur ohnmächtig. Drei erledigt, zwei übrig. Und jetzt noch eine. Damit sollten die Türen aufgehen. John, wo bist du? Ich bin in der östlichen Ausstellungshalle. Wir haben das Gelände gesichert. Gib uns einfach den Befehl zum Eindringen. Ich muss die Bomben noch entschärfen. Ich Warum sag Bescheid, Sie wenn das? Es sicher ist. Schnauze! Hören Sie, ich habe Geld. Viel Geld. Ich sagte Schnauze! Danke. Sie haben mein Leben gerettet. Suchen Sie sich einen sicheren Ort und bleiben Sie da, bis die Kavallerie eintrifft. Na klar. Okay. Wir warten hier. Jetzt sind alle Bomben abgehakt. Mir geht's jetzt gut. Ich bin okay.
Willst du wissen, warum du es nie geschafft hast, Frontier? Du kannst nicht spielen. Du brichst doch sogar mit einer Seifenoper ein. Was hast du gesagt? Das hat nichts mit meiner Schauspielerei zu tun. Die haben Angst, mich anzuheuern, weil niemand gute Bühnenpräsenz schätzt. Ihr seid doch alle Amateure und keine richtigen Männer. Es gab nur ein goldenes Zeitalter. Da hat man mit Seele gespielt. Benutze die Schrecken der Welt als Quelle der Emotionen. Trieb Dämonen auf der Leinwand aus. Das ist krank. Die Chance vorbei, Frontier. Irgendwelche berühmten letzten Worte? Du verstehst gar nichts. Ich hätte die Klasse gehabt. Ich wäre ein echter Star gewesen. Ich hätte jemand Großes werden können, statt der Spinner, der ich jetzt bin. Sieh es einmal so. Du bist schuld, McClane. Du bist schuld. Du verschossen, McClane. Bist du ein Cowboy? Es ist schade, dass du der einzige Zeuge meines größten Auftritts bist. Aber es füllt mein Herz mit Freude, zu wissen, dass ich dich mit in die Hölle nehme, McClane. Gute Arbeit, Cowboy. Wieder ein Tag, wieder ein Gebäude ruiniert. Glückwunsch, John. Danke. Wo ist Lucy? Ist sie okay? Mir geht's gut, Dad. Wirklich. Entschuldigung, sind Sie John McClane? Wer will das wissen? Der John McClane? Ich bin Robert Barnes, der Entwicklungsleiter bei Fly Away Pictures. Ich möchte mit Ihnen über Filmrechte sprechen. Was für eine Story. Abgehalfterter Cop rettet die Stadt mit Hilfe seiner waffenschwingenden Tochter. Das gäbe einen irre spannenden Film. Danke, aber nein, danke. Entschuldigen Sie mich jetzt. Haben Sie mich nicht verstanden? Ich bin bereit, viel Geld für Ihre Story zu zahlen. Wir haben den Mann gehört. Verschwinden Sie. Ich spreche über Ruhm, Starlets, großes Geld. Seien Sie kein Idiot, McClane.